Hm, was machen die da? Jetzt erschaffe ich Kunst. Hey, ich will das sehen. Schöner Pinsel. Sch, ich muss mich konzentrieren. Ich will ein Meisterwerk erschaffen. Hey, ich weiß, dass du mich hörst. Was willst du? Leihst du mir deinen Pinsel? Oh, du willst den? Ich denke nicht. Er ist unglaublich. Ich gebe nicht auf. Hä? Was ist los? Mein Pinsel? Okay. Danke. Und was nehme ich jetzt? Das war mein einziger Pinsel. Daran habe ich nicht gedacht. Oh, kaputt gemacht. Hm, das ist ein Problem. Ah, ich weiß. Hey, Nachbarin, bekomme ich einen Pinsel? Nein, und verzieh dich. Das war unhöflich. Hm, ich habe eine Idee. Ich mache das heimlich. Oh, jemand ruft an. Hey, du. Hab's. Ist sie verrückt? Vielleicht probiere ich's auch. Los geht's. Ich habe einen neuen Pinsel. Okay, tschüss. Warte, hier stimmt was nicht. Was geht? Oh, was hast du getan? Hallo, ist da der Friseur? Like und abonniere für mehr tolle Videos. Ich liebe Kunst. Oh, was ist das? Das sieht schick aus. Das ist meine neue Staffelei. Darf ich? Hey, weg da. Das gehört nur mir. Meh, egal. Was sagst du dazu? Wow, das ist schrecklich. Guck dir das an. Wow, sie malt wie Van Gogh. Ich bin ein Naturtalent. Ich habe mein Bestes gegeben. Was geht, Nerds? Oh, hoffe, das hat keiner gesehen. Gib's zu, ich bin besser als du. Oh, wow. Ja, diese Reaktion bekomme ich immer. Er ist der Starspieler des Teams. Es ist windig. Mach das Fenster zu. Mach einfach mit. Ein Football. Jetzt fragt er nach meiner Nummer. Uah! Was? Meine Staffelei? Oh! Werd nicht wütend und guck nicht nach unten. Warum hat er das getan? Schon gut, ich krieg das hin. Entschuldigung. Was ist los? Ich brauche diesen Karton. Nimm ihn dir. Danke, Kumpel. Warum passiert Schlechtes immer guten Menschen? Wofür ist das? Vertrau mir, ich weiß, was ich tue. Wow, niemals. Ist wie eine Staffelei. Ich bin noch nicht fertig. Das läuft gut. Wow, ich glaub's nicht. Jeder Künstler braucht eine Palette. Viel Spaß beim Malen. Hast du das für mich gemacht? Und hier ist dein Blatt. Ich klemme das an die Staffelei. Jetzt bist du dran. Wow, cool. Das ist fantastisch. Warum malst du nicht mit? Schön, dass du fragst. Ich bereite mich für den Unterricht vor. Ich brauche kein Notizbuch, ich habe das. Was zur? Yeah, ich bin's. Wie geht's denn so? Gut, jetzt wo du hier bist. Schöne Zeichnung. Oh, muss den Platz wechseln. Bin fertig. Hoffe, es gefällt dir. Ich muss gleich kotzen. Ich wünschte, ich bekäme so viel Aufmerksamkeit. Wow, echt interessant. Hey, du. Ich habe auf dich gewartet. Du bist besser als jedes Buch. Oh, ich weiß. Ein Mädchen darf noch träumen. Warte mal, ich habe eine Idee. Ich heb den auf. Das brauche ich nicht. Autsch, mein Gesicht. Das tat voll weh. Hast du das Sandwich nach mir geworfen? Ups, ein Versehen. Dafür habe ich keine Zeit. Hast du mich vermisst? Oh, nehmt euch ein Zimmer. Ich fange besser gleich an. Ich lege die Tüte auf den Tisch. Jetzt zum Stift. Ich zeichne einen Kreis drauf. Was kommt jetzt? Ah, ich male ein Herz. Und noch ein zweites. Dann ein fröhliches Lächeln. Jetzt kann ich's ausmalen. Ich bleib innerhalb der Linien. Läuft ganz gut. Ich drehe die Tüte. Die befülle ich jetzt. Und zwar mit Farbe. Dieses Gelb ist perfekt. Ich mache drei große Tropfen. Dann wechsle ich zu Rot für die Herzen. Jetzt verschließe ich die Tüte. Damit bin ich zufrieden. Du bist so witzig. Hey, was ist das?
Guck's dir an. Ich drücke auf die Tüte, um die Farbe zu glätten. Das fühlt sich gut an. Ich hab Spaß. Wow, siehst du das? Es funktioniert. Er schaut mich an. Ich muss los. Oh, okay. Bis dann. Hä? Wo ist er hin? Ich bin genau hier. Passiert das wirklich? Hoffe, er kommt gleich zurück. Das ist mein Glückstag. Ist es. Was dauert denn so lange? Ich vermisse ihn. Hey, was machst du da? Ist das ein Witz? Was ist ihr Problem? Schätze, es sind nur du und ich. Like und abonniere für mehr tolle Videos. Hey du, das Diadem steht dir gut. Findest du? Du bringst mich in Verlegenheit. Igitt, reicht mir die Kotztüte. Ich hab was für dich. Fang, ich liebe dich. Ich hab's. Er ist so süß. Können wir einfach weitermachen? Er ist einfach perfekt. Hey, was macht er da? Sorry, da muss ich rangehen. Wo gehst du hin? Im Ernst, warum sind wir hier? Ich könnte jetzt schön benoten. Ich glaube, du brauchst das. Danke. Ich dachte, wir hätten was Besonderes. Wie konnte er nur? Wir hätten so glücklich sein können. Jungs sind doch alle gleich. Toll, du hast mein Klopapier verbraucht. Das habe ich mir für später aufgehoben. Ich habe eine Idee. Ich drücke die Rolle etwas zusammen und forme ein Herz. Dann tauche ich es in die rote Farbe. Der Rand der Rolle soll mit Farbe bedeckt sein. Sieht ganz gut aus. Die Rolle ist jetzt ein Stempel. Damit kann ich auf das leere Blatt stempeln. Ich muss nur etwas Druck ausüben. Und zurück bleiben süße Herzchen. Ich verteile sie über das gesamte Blatt. Wenn ich das öfter mache, bekomme ich ein dickeres Herz. Was machst du da? Unfassbar, dass ich das gemacht habe. Hauptsache, sie heult nicht mehr. Aber egal. Ich bin fertig. Alles erinnert mich an die wahre Liebe. Mein Herz ist zerbrochen. Darf ich nicht glücklich sein? Was passiert hier? Lass mich mal sehen. Du hast das Blatt ruiniert. Das ist nicht meine Schuld. Aber mit meinem Schmerz kann ich Kunst schaffen. Ich probiere es einfach aus. Ich zeichne ins Innere der Wassertropfen. Es sind süße Herzen. Ich habe die Tröpfchen eingefärbt. So sehen sie besser aus. Ich bin fertig. Damit bin ich ziemlich zufrieden. Was sagst du dazu? Wow, ganz toll, Liebes. Das gefällt mir. Du hast gewonnen. Willst du mich verarschen? Ich habe hier tatsächlich was geschaffen. Sie hat nur geheult. Was? Willst du eine Runde Applaus? Bravo. Geht's dir damit besser? Wie auch immer. Ich bin so müde. Und was machen wir jetzt? Ich brauche eine Maniküre. Es wird Zeit für einen Streich. Den werde ich genießen. Und los. Fang den Laser. Hä? Was ist hier los? Warte, ich will das. Oh, knapp dran. Hör auf. Niemals. Ich habe gerade so viel Spaß. Es reicht. Ich muss was unternehmen. Das Daumenkino wird mir helfen. Ich zeichne eine Figur an den Rand. Dann kommt noch Farbe dazu. Dir werde ich es zeigen. Aber ich muss das erst zu Ende bringen. Ich blättere um und zeichne die Figur nochmal. Diesmal aber leicht verändert. Ich male sie auch wieder aus. Das mache ich auf jeder Seite. Und ich verändere die Zeichnung jedes Mal ein bisschen. Das sollte dann so aussehen. Hey, die tanzen ja. Warte, irgendwas passiert hier. Mein Arm, er ist außer Kontrolle. Hör auf, das ist ja fantastisch. Hey, du hast echt coole Moves drauf. Das ist nicht lustig. Finde ich schon. Ich kann nicht mehr. Hör auf. Na gut, du wirst deine Lektion gelernt haben. Puh, endlich. Oh, jetzt bin ich aber erschöpft. Zu diesem Spiel gehören immer zwei. Ich weiß schon, was ich mache. Wird Zeit für meine Revanche. Zuerst zeichne ich ein R und ziehe am Boden eine Linie. Jetzt male ich den Gelb aus. Das muss aber ordentlich aussehen. Okay, jetzt zum nächsten Teil. Ich zeichne Mindy. Jetzt noch Arme und Beine. Ich färbe die Haare ein. Das sieht dir ziemlich ähnlich. Wie wär's mit rosigen Wangen? Perfekt. Darf die Stiefel nicht vergessen. Oh, das sieht ja süß aus. Aber eine Sache fehlt noch. Ein Regensturm.
So, ich bin fertig. Was ist fertig? Guck dir das an. Das bist du. Hä? Ist wohl nicht ganz nach Plan gelaufen, was? Jetzt fühlst du dich dumm, was? Warte einfach. Es ist Showtime. Lassen wir es regnen. Ich warte. Warte. Was zum... Hey! Hör auf damit! Und wer ist jetzt das Dummerchen? Das war nicht nett. Warum hast du das gemacht? Mach das nicht nochmal. Dafür gewinnt Mindy. Juhu! Was zum Geier ist denn mit ihr los? Die ist echt seltsam. Was macht sie da mit den Handtüchern? Hi! Ja, wir sind immer noch hier, schon vergessen? Schon gut, schon gut. Hier, mal diesen Flamingo. Oh, ein Flamingo. Okay, das wird lustig. Ich benutze meine Lieblingsmethode und fahre meine Hand nach. Okay, gut. Und nun wird das Blatt gedreht. Der Vogel braucht definitiv einen Kopf und einen großen, dicken Schnabel. Gut, das Auge ist fertig. Und nun die Flügel. Und seine langen Beine natürlich. Nun kommt die Farbe. Es wäre kein Flamingo ohne pinkes Federkleid. Der wird so schön sein, wenn ich erstmal fertig bin. Weiter ausmalen, immer weiter ausmalen. Nur noch ein wenig mehr und fertig. Mal sehen, die Größe muss auf jeden Fall stimmen. Ah, ich improvisiere einfach. Hehe, das wird schon schief gehen. Okay, er sieht ungefähr so aus, glaube ich. Okay, gut, man erkennt den Flamingo, oder? Phew, die Abkühlung hatte ich bitter nötig. Wie läuft es mit euren Bildern? Was soll das denn sein? Irgendein verrücktes Küken? Oh, ja, sorry, aber irgendwie hat sie auch recht. Dein sieht gut aus. Du gewinnst die Flamingo-Challenge. Glückwunsch. Yes, ich habe gewonnen, ohne Hilfe. Hör mal, sei nicht traurig. Ich teile natürlich. Hier, danke. Da fühle ich mich gleich besser. Hey, was machst du da? Wähle eine Zahl. Oh, sorry. Kommt schon, wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Nehmen wir Nummer 3. Sehr gute Wahl. Oh, eine Schneeflocke. Moment mal, ein Timer? Lass uns besser anfangen. Das wird ein Spaß. Ich beginne mit der Grundform. Dann die Details. Okay. Nun zur nächsten. Ich male die gleiche Grundform, aber zeichne dieses Mal Zacken in die Mitte. Das sieht gut aus. Okay, was nun? Ich male ein paar mehr Details auf. Man sagt, dass jede Schneeflocke individuell ist. Die Zeichnungen gefallen mir echt gut. Ich frage mich, wie es Justin ergeht. Ich muss mich konzentrieren. Zeit läuft. Moment. So. Ups, das war ein Versehen. Tut mir leid. Es ist überall. Nein, meine Zeichnung ist ruiniert. Tut mir echt leid. Pass doch auf. Hey, schau. Da passiert was. Ich puste es einfach weg. Wow. Was passiert hier? Justin, wo bist du? Upsi. Es ist echt kalt. Hallo, mein Freund. Wo bin ich? Ich steck schon seit Jahren hier fest. Ich werde mich noch erkälten. Kann ich mir das mal leihen? Moment mal. Bigfoot. Oh, ein Mensch. Du wirst nicht glauben, was gerade passiert ist. Ich gehe nie wieder raus. Danke, so kalt. Nun ja, das wird dir eine Lehre sein. Ich will mein Gesicht nicht mehr. Like und abonniere für mehr tolle Videos. Normalerweise verbringe ich meine Wochenenden auf der Yacht. Oh, danke. Ich habe echt Hunger. Oh, sie erwarten, dass du das isst. Das sieht eklig aus. Aha, das ist eher mein Ding. Mh, sieht gut aus. Der Koch hat seine Magie wirken lassen. Sieht köstlich aus. Und ich habe diesen Matsch. Und wie scheint mit zusätzlichen Klumpen. Oh, ist das aus Pappe oder was? Wie kann das fair sein? Lass uns essen. Muss ich wirklich? Na gut, ich koste mal. Igitt, das ist kalt. Das schmeckt schrecklich. Ich freue mich auf meins. Der Fisch ist frisch gefangen. Mh, der wird lecker. Wow, perfekt gegart. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Der zergeht in meinem Mund. Ich glaube, du machst das absichtlich. Mache ich. Prost. Hey, der Knast ist gar nicht so übel. Alles, was ich habe, ist Wasser. Das wird wenigstens genießbar sein. Nee, ich lag falsch. Das ist das mieseste Essen aller Zeiten. Ups, ich habe den Becher umgestoßen. Tut mir leid. Was hast du getan?
Guck dir das an. Alles nass. Sorry, das war ein Unfall. Oh, du hast alles ruiniert. Ich bin echt sauer. Ich wisch das lieber auf. Normalerweise macht das mein Butler. Unglaublich, dass ich das mache. Das Leben kann echt grausam sein. Warte mal. Ich habe eine Idee. Ich habe ein Wasserbild gemalt. Jetzt kommt Farbe dazu. Ich tauche den Pinsel einfach ins Wasser. Dann vorsichtig verteilen. Der Effekt wird toll aussehen. Das mache ich auch oben auf dem Blatt. Diesmal nehme ich Blau. Eine lustige Art zu malen. Hm, so geht's. Dann trocknen lassen. Jetzt male ich da drüber. Ist nicht mehr viel. Hey, guck dir das an. Ziemlich gut, was? Wow, du bist eine Künstlerin. Hm, ich frag mich, ob ich sowas hinkriege. Aber was soll ich malen? Warte mal. Das ist es. Ich weiß, was ich mache. Ich male erst kleine Punkte aufs Papier. Dann feuchte ich den Pinsel an und verteile die Farbe. Wow, guck dir diese Farben an. Echt hübsch. Ich mache zuerst die Konturen, dann die Mitte ausfüllen. Das nimmt schon Form an. Ich gehe nochmal mit Farbe drüber. Das soll herausstechen. Dann kommt noch mehr Farbe. Als nächstes male ich die Blätter. Die sind einfach. Ich mache einfach grüne Striche drumherum. Und das war's. Was für eine schöne Blume. Die musst du sehen. Wie findest du die? Wow, gefällt mir. Die verschönert unsere Zelle. Wie in einer Kunstgalerie. Wow, dieser Popel steckt echt fest. Knast ist langweilig, oder? Und die Outfits sind sowas von letzter Saison. Na, guck dir nur diese Schuhe an. Die passen nicht zum Overall. Mein Handy. Ich muss telefonieren. Liebling, schön von dir zu hören. Ich brauche deine Hilfe. Du kannst auf mich zählen. Oh, wow, das war schnell. Komm rein. Ugh, haben die schon mal von Interieurdesign gehört? Du bist der Beste. Mal sehen, was wir hier haben. Wow, sie sind fantastisch. Ich bin so glücklich. Worauf warte ich? Ich muss die anprobieren. Ah, schon besser. Koordination ist alles. Du bist genial. Ich weiß, so bin ich. Vermiss dich, Schatz. Sie hat so ein Glück. Sie bekommt ein romantisches Wiedersehen. Und ich hab nichts. Ich vermisse meinen Chris. Guck dir mal sein albernes Gesicht an. Was er wohl gerade macht. Bald sind wir wieder zusammen. Aber ich kann nicht so lange warten. Das ist echt schlimm. Toll. Jetzt weine ich. Oh. Guck dir das an. Meine Träne hat ein Herz gemacht. Das bringt mich auf eine Idee. Ich brauche zwei Bleistifte und Klebeband. Das wickle ich um die Stifte, damit sie zusammenbleiben. Ich male um die Träne herum. Dann zeichne ich ein Strichmännchen. Jetzt brauche ich einen schwarzen Filzstift. Ich zeichne einfach die Linie nach. Ich fange mit dem Strichmännchen an. Dann male ich das Herz nach. Jetzt zum dünneren Stift. Mit dem ziehe ich die anderen Linien nach. Genau so. Als nächstes der Bleistift. Mit dem erzeuge ich Schatten. Ich fülle den Raum zwischen den Linien. Und mit dem Finger verschmiere ich es. Das mache ich auch beim Strichmännchen. Aber nur eine leichte Schattierung. Ich lasse einige Stellen frei. Das wird die Lichtspiegelung. Am Ende wird's toll aussehen. Dann reibe ich mit meinem Finger drüber. Jetzt geht's unter der Zeichnung weiter. Hier kommt mehr Schatten hin. Ich glaube, das war's. Guck dir das mal an. Das kommt von Herzen. Du hast das gezeichnet? Hm, ich muss mir was einfallen lassen. Ich kann den Deckel nehmen. Hier kommt ein Loch rein. Ich sprühe schwarze Farbe auf das Blatt und lege den Deckel drauf. Jetzt sprühe ich schwarzen und silbernen Lack drauf. Der Deckel ist meine Schablone. Was sagst du dazu? Wow, sieht wie der Mond aus. Haben wir gut gemacht. Da liegt ein Blatt Papier. Oh, Achtung, da passiert was. Dieser Tag ist voller Magie. Wow, das ist eine Eiswaffel. Wie süß. Sieht lecker aus. Hätte ich doch bloß eine echte Eiswaffel. Oh, jetzt habe ich Lust auf Eis. Lass mal sehen. Diese Runde fängt ja gut an. Oh, ohne Hände? Das ist sowas von mies. Okay, meine Hand und der Pinsel sind bereit. Diesmal beginne ich das Bild mit roter Farbe. Mhm, ich male das Eis rot an. Das macht echt Laune. Ich male mit verschiedenen Farben Punkte auf das Bild. Mit Rot, Gelb, Blau und vor allem Weiß. Und nun füge ich etwas Wasser hinzu, damit die Farben miteinander verlaufen. Oh, sie liegt schon wieder so weit vorne. Ich sollte besser anfangen. Mir bleibt wohl nichts anderes übrig, als so zu malen. Eine meiner leichtesten Übungen. Okay, jetzt male ich ein paar Punkte auf das Papier. Die Farbe muss auch auf das Bild. Die Farbe macht sich hier besonders gut. Oh nein, das ging voll daneben.
Okay, das ist mein Endresultat dieser Runde. Tada! Aber immerhin ist es bunt. Das kann man mir nicht ankreiden. Ich bin mit meinem Bild auch fertig. Schau mal, die Technik, die ich benutzt habe, hat funktioniert. Voll nice. Wow, hat sich in eine Eiscreme verwandelt. Mein Wunsch ging in Erfüllung. Sieht genauso aus wie das Eis, das ich gemalt habe. Mal sehen, wie es schmeckt. Hoffentlich gut. Das tut es. Richtig gut. Na, du hättest bestimmt auch gerne echtes Eis, oder? Was für eine Challenge wird uns dieses Mal erwarten? Bin so aufgeregt. Oh mein Gott. Guck mal, ein niedlicher Frosch. Guck mal, wie er herumhüpft und vor sich herquakt. Ich bin sowas von bereit, ein Bild mit Froschmotiv zu malen. Wow, ich auch. Ich liebe Frösche und Kröten. Ich kann es kaum erwarten. Yes, mit zwei Händen. Und du mit einer Hand. Ich benutze diesen Filzstift mit feiner Spitze für diese Challenge. Ich beginne mit zwei Herzhälften, die ich nebeneinander male. Und dann verbinde ich sie so miteinander. Oben kommt ein Bogen hin, etwa so. Er hat so süße kleine Fingerchen, echt niedlich. Soweit, so gut. Und nun male ich den Frosch noch bunt an. Natürlich male ich ihn grün an, schließlich ist er ein Frosch. Ha, ich Glückspilz darf beide Hände benutzen. Ich bin bestimmt doppelt so schnell, weil ich beide Hände benutzen darf. Das sieht gut aus. Meine Strategie geht voll auf. Sie hatte recht. Er hat wirklich kleine süße Fingerchen. Die sehen sowas von knutschig aus. Okay, mit der Umrandung bin ich fertig. Und nun kommt das Kolorieren. Ich bin schneller als die Polizei erlaubt. Ist das nur Einbildung oder ist das Rauch? Na los, schneller. Wow, das Papier qualmt vor sich hin. Ah! What the heck? Wie hat sie denn da drüben Feuer gemacht? Ups, das war's dann wohl mit meinem Froschbild. Ich hab wohl zu fest aufgedrückt. Also, mein Bild ist nicht in Flammen aufgegangen. Tada! Ist der nicht süß? Oh, was ist das? Ein Fruchtgummifrosch? Der ist bestimmt aus meinem Bild entsprungen. Kommen da noch mehr raus? Schüttel, schüttel, schüttel! Wow, so viele Fruchtgummifrösche! Oh Mann, das riecht wie Wassermelone. Hoffentlich schmeckt der Frosch so gut, wie er riecht. Wow, echt gut. Ich liebe Fruchtgummi über alles. Wow, was machst du denn? Fahr mal einen Gang runter. Nee, ich komme bei Fruchtgummi einfach nicht anders. Wow, was will sie uns damit sagen? Oh, ich habe ja Schüler zu unterrichten. Lektion 1. Ich möchte, dass ihr ein Einhorn malt, okay? Beginnt. Die Zahnbürste war doch in ihrem Mund. Oh Gott, nein, nein, nein. Ist es das, was ich denke, dass es ist? Schnell weg damit. Ich will das auch nicht. Oh, warte, das bringt mich auf eine Idee. Dann lege ich wohl mal mit meinem Einhornbild los. Dafür beginne ich natürlich mit bunter Farbe. Regenbogen sind perfekt für Einhörner. Die Zahnbürste hilft mir dabei, ein Muster für die Mähne zu malen. Okay, ich brauche jedenfalls keine Zahnbürste für mein Bild. Ich brauche einen Marker. Okay, Ohren, das Horn sind fertig, aber Augen fehlen noch. Oh, kann ich mal sehen, wie deins aussieht? Oh, das ist immerhin etwas. Mano, ich kann einfach keine Einhörner malen. Oh je, naja, dann male ich mal meins weiter. Oh, ich hab's. Zeit für etwas Magie. Tada! Der Rest des Einhorns ist erschienen. Das ist mir wirklich gut gelungen. Ein Hoch auf mich. Oh, dein Bild ist voll schön geworden. Naja, wir haben noch genug Zeit, dein Bild zu retten. Ich weiß auch wie. Ich drücke dein Papier gegen meins. Siehst du? Jetzt hast du quasi eine Kopie davon. Hey Miss, ich glaube, wir sind hier fertig. Wow, Mädels, die sind toll geworden. Ihr habt mich wahrlich beeindruckt. Yes, geschafft. Und wir beide kriegen Preise. Cheers. Naja, dann stecken wir wohl nun hier drin. Kann's losgehen? Hey, wie geht's? Lang nichts mehr von dir gehört. Dann kümmere ich mich eben um meine Nägel. Na endlich, da passiert was. Sieh nur das Licht. Sieht nach Aliens und UFOs auf. Wie aufregend. Das ist so cool. Was wohl als nächstes passiert? Was? Ich darf meine Hände nicht benutzen? Oh, wie unfair. Eine Hand? Das ist gar kein Problem für mich. Na, dann male ich mal meinen kleinen Alien-Freund. Hier der Kopf und nun kommt der Körper. Natürlich hat er auch Arme. Zwei Stück, um genau zu sein. Und er läuft auf zwei Beinen. Und nun kommen noch ein paar Details dazu. Er hat große schwarze Augen, eine kleine Nase und auch einen kleinen Mund. So hauchen wir ihm Leben ein. Oh, bei ihr sieht das mit einer Hand wie ein Kinderspiel aus. Oh mein Gott, neben mir steht ein echtes Alien. Was macht er denn da mit meinem Stift und Teller? Was ist das denn? Soll wohl eine Art Selbstporträt sein.
Hey, Alien-Kumpel, guck mal, was ich gemalt habe. Er tanzt sogar, wenn sich das Wasser bewegt. Er hat echt abgefahrene Moves, findet ihr nicht auch? Gefällt's dir? Bestimmt, oder? Yes, es gefällt ihm. Wow, ein echt cooler Astro-Kuchen. Wow, der Kuchen ist für mich. Okay, dann bekommst du das Bild. So einen tollen Kuchen habe ich echt noch nie gesehen. Oh, sie kriegt einen Kuchen und was kriege ich? Anscheinend gar nichts. Zumindest nichts weiter als diese Alien-Kritzelei. Hey, was ist denn mit mir? Willst du das Bild haben und gegen einen Kuchen tauschen? Nein? Oh, what the heck? Das Bild hast du gemalt. So eine Gemeinheit. Hm, der Kuchen ist toll. Ich probiere ihn mal. Der Astro-Kuchen schmeckt mega. Voll cool, dass ich die Runde gewonnen habe. Oh, ich liebe diese Süßigkeit. So fruchtig. Diese Geschmacksrichtung ist besser als das Original. Augenblick mal. Ich habe eine Idee. Dafür schütte ich ein paar aus. Die sind so kunterbunt und schön. Rosa gefällt mir am besten. Und jetzt sortiere ich sie nach Farben. Zuerst ist Blau dran. Und nun Pink. Gut, alles sortiert. Und nun fehlt nur noch ein Hauch von Magie. Yes, ein Puppet! Mein Wunsch ist tatsächlich in Erfüllung gegangen. Erstmal eine Runde spielen. Hey, what the heck? Was machst du denn? Das hier ist eine Mal-Challenge. Ah, stimmt. Voll vergessen. Das Puppet hat mich etwas abgelenkt. Yes, dieses Mal darf ich Hände benutzen. Und zwar alle beide. Das ist meine Chance. Das leihe ich mir kurz aus. Das Puppet brauche ich für mein Bild. Zuerst male ich mit Rot. Okay, ich male das Innere des Puppets mit den Farben aus. Ich bin schon sehr gespannt auf das Endergebnis. So, und nun ist die zweite Reihe des Puppets mit Orange dran. Okay, fertig. Mal sehen, wie das wird. Nun muss ich das Puppet noch umdrehen. Und schon kann ich loslegen. Rot, Rot und etwas Blau hier. Oh Mann, mit zwei Händen kann man einfach viel mehr machen. Hey, ich weiß, was ich machen werde. Auf geht's, Naseweiß. Dann male ich eben mit meiner Nase. Puh, die Farbe kitzelt ein bisschen. Mit dieser besonderen Maltechnik werde ich bestimmt punkten. Klappt doch ganz gut. Und nun ist Orange dran. Guck mal, dieses Puppet habe ich mit meiner Nase gemalt. Juhu, meins ist auch fertig und gefällt mir sehr gut. Sieh nur, wie perfekt die Kreise sind. Meins ist besser als deins. Wow, das ist Zauberei. Puppet-Kekse. Da muss ich probieren. Oh, wow, das schmeckt so gut. So etwas Gutes habe ich schon lange nicht mehr gegessen. Wow, siehst du auch dieses helle Licht? In der Runde sind wohl Boxen dran. Diese Box gehört mir. Oh, wow, guck mal, was ich hier habe. Spraydosen. Was wohl in meiner drin ist? Schütteln hilft hier nichts. Ich muss sie öffnen. Wow, so viele Buntstifte. Die gefallen mir wirklich gut. Oh, guck mal, noch eine kleine Box. Was da wohl drin ist? Ich sehe einfach mal nach. Huh? Ein wirklich schräger Inhalt. Ein Auge aus Fruchtgummi. So klebrig. Okay, ich esse den jetzt, weil ich voll Hunger habe. Sowas von gut. Und süß. Ich liebe es. Wow, der Snack hat mir echt gut geschmeckt. Gibt's noch mehr Snacks? Hey, sieh mal, wir dürfen beide Hände benutzen. Ich habe meine Handschuhe an. Die Runde kann also beginnen. Zuerst sprühe ich mit der blauen Farbe in die Mitte des Papiers. Das Glas benutze ich als Orientierung für die weiße Farbe. Jetzt haben wir einen perfekten Kreis in Blau. Dann brauche ich noch einen Teller. Den lege ich so auf das Papier. Und mit Schwarz sprühe ich noch einmal um den Teller herum. Und ein bisschen Schwarz kommt in die Mitte, dann sieht's wie ein Auge aus. Und ich bin bereit, mit einer Hand zu malen. Und los geht's. Ich male ein Auge mit nur einer Hand. Also bisher läuft's wie geschmiert. Und ich bin fertig. Tada, mein Lachgesicht ist fertig. Wow, wie hast du denn das geschafft? Meinst du das Auge hier? Sieht echt gut aus, oder? Oh wow, das Bild hat sich in ein Auge aus Fruchtgummi verwandelt. In ein riesiges Auge sogar. Voll krass, wie geht das? Das ist riesig, darf ich es haben? Nein, das gehört mir. Und nun entschuldige mich, ich muss dieses Auge essen. Oh, Mann, naja, ich habe meinen Kuchen auch nicht geteilt. Wow, was geht ab? Was ist das? Oh, und noch eins. Das werden ja immer mehr. Ha! Ladies, Ladies, bitte. Hä? Wer ist der Typ? Was geht ihr Süßen? In euren Augen könnte ich mich verlieren. Wow, er ist so charmant. Hey! Ich habe ihn zuerst gesehen. Verstanden? Sicher, was immer du sagst. Gut, dass wir uns verstehen. Du bist irgendwie gruselig. Aber ich kann das beheben. Die werden das ändern. Warte,
Hey, wow, ich kann sehen. Wie sehe ich aus? Etwas weniger gruselig. Kann's losgehen? Es wird Zeit für eure Kunst-Challenge. Allihop. Das war einfach. Ich könnte ihm den ganzen Tag zusehen. Oh, langsam wird's unheimlich. Fangt! Oh, Gratis-Süßigkeiten. Oh, mein Herz. Es ist nur ein Puppet. Ich dachte, jetzt kommt was Romantisches. Malt mir ein Herz. Wie sollen wir das mit Süßigkeiten machen? Mal nachdenken. Ich hab's. Das wird nicht so schwer. Ich brauche eine Farbpalette. Ich verteile die Skittles in den Sektionen. Natürlich nach Farben sortiert. Jetzt brauche ich Wasser. Gut, dass ich mich an alles anpassen kann. So gehe ich auch aufs Klo. War nur Spaß. Das Wasser löst die Bonbons auf. Guck, es geht los. Und schon habe ich Farben. Ich muss nur noch was malen. Ich weiß auch was. Ich fange mit Gelb an. Wehe, du kopierst mich. Ich mein's ernst. Willst du mich einschüchtern? Puh. Ich sollte auch mal anfangen. Och, die sind so bunt. Ich muss gleich kotzen. Wer mag denn sowas? Ich muss tapfer sein. Die brauche ich nicht. Ich nehme die dunkleren. Mit denen geht's mir gut. Ein gelber. Weg da. Schon besser. Ist nicht schwarz, aber ist okay. Oh, wow. Megan legt sich voll ins Zeug. Was guckst du so? Sie ist ganz schön feindselig. Naja, ich esse die Skittles und nehme stattdessen einen Bleistift. Zuerst kommt die Outline des Herzens. Ich habe das Gefühl, beobachtet zu werden. Wie ein Falke. Du bist echt komisch. Ich habe ein Puppet gezeichnet und jetzt male ich die Grübchen aus. Monochrom kommt immer gut an. Mir ist langweilig. Das war jetzt Zeit genug. Zeigt mir eure Bilder. Ich hoffe, du magst es. Wow, ich hatte mehr Farbe erwartet. Das ist so düster wie deine Seele. Ich will das nicht mehr sehen. Weiter geht's. Das ist mal ein Regenbogenherz. Ausgezeichnet. Megan gewinnt diese Runde. Glückwunsch. Ja, ich hab's geschafft. Guck mich nicht an. Nee, nee. Ach, das ist eine blöde Challenge. Error, Neustart des Protokolls. Geht's dir gut? Das soll aufhören. Was war das? Danke, das habe ich gebraucht. Was macht ihr da? Wir haben Hunger. Wir hatten nur die paar Bonbons. Ich könnte auch was vertragen. Keine Sorge, ich bestell was. Ich hoffe, es gibt Tacos. Gib mir eine Sekunde. Hey, ich will was bestellen. Okay, Burger, Pommes und Limo. Sehr gut, danke, das müsste gleich kommen. Wow, das ging ja schnell, du bist der Beste. Darauf freue ich mich schon. Hey, wo ist unser Essen? Wow, der ist echt gut. Und die Pommes, ein Traum. Hey, hier drüben. Was? Oh, stimmt, bin gleich wieder da. Bitte sehr, hoffe, ihr mögt Muffins. Besser als nichts. Die sehen lecker aus. Stimmt. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Warte mal. Die sind nicht zum Essen da. Malt sie. Nein. Aber es ist noch nicht vorbei. Wie mache ich das? Oh, ich hab's. Ich muss nur ein bisschen tanzen. Wow, was ist los? Eine Lichtshow muss man einfach mögen. Es sind die perfekten Bedingungen. Gibt's was Besseres als einen heftigen Sturm? Eine Sache gibt's noch zu tun. Ich steck den Bleistift in den Muffin. Jetzt schön ruhig halten. So kann ich den zeichnen. Ich brauche nur um den Schatten malen. Dann kommen noch Details. Ich muss fertig werden, bevor der Sturm vorbei ist. Sieht aus wie der Muffin. Damit bin ich echt zufrieden. Schlag das. Aber wie? Oh, los geht's. Ich werd's dir zeigen. Im Ernst, du solltest über deine Gefühle sprechen. Kann ich den Platz wechseln? Ha, ja, sie ist verrückt. Aber zeigt mir eure Bilder. Meint sie zum Anbeißen gut aus? Nee, ist mir zu unordentlich. Du hast dir gerade einen Feind gemacht. Das muss so sein. Na klar, träum weiter. Und deins, Wednesday? Ich bin beeindruckt, bravo. Du hast diese Runde gewonnen. Das wusste ich. Juhu. Und ich esse jetzt meinen Muffin. Schmeckt lecker. Wie ist deiner? Matschig, aber ich esse den trotzdem. Sieht tropisch aus, was? Lasst euch von dieser Inselbrise treiben. Guckt ihr das an? Das wird mein nächster Albtraum. Meine Mutter mag meinen Tanz. Malt meinen coolen Freund. Okay, das kann ich. Ist jedenfalls besser als sein Getanze. Du fängst an. Oh nein, das machst du nicht. Überleg dir was Eigenes. Oh, du bist voll nervig. Ah, das ist so dumm. Ich muss neu anfangen.
Und besuche einen Aggressionsbewältigungskurs. Das stimmt nicht. Wie konnte das passieren? Wenn ich blinze, sieht er irgendwie so aus. Ich muss nochmal von vorne anfangen. Warum ist das so schwer? Das ist unmöglich. Kannst du laut sagen? Hey, ich habe keine Blätter mehr. Wie kann das denn sein? Das war's. Mir bleibt nur eins übrig. Ich habe hier bestimmt was Passendes drin. Ich schau mal nach. Ein Dinosaurier? Nee, den Roboter brauche ich für die Weltherrschaft. Ein Mini-Kürbis? Wie kommt der denn hier rein? Mich musst du nicht angucken. Den kann ich gut gebrauchen. Aber dem fehlt noch was. Erstmal male ich den blau an. Mir gefällt die Farbe. Der wird komplett angemalt. Dann zeichne ich ein Gesicht drauf. Er bekommt zwei Augen, eine Nase und einen Mund. Jetzt zu den Pupillen. Für die Nase nehme ich ein dunkleres Blau. Aus Pappe habe ich zwei Ohren ausgeschnitten. Die bemale ich natürlich. Entlang der Kanten trage ich Kleber auf. Jetzt kann ich die auf den Kürbis kleben. Wow, der ist sogar ganz niedlich. Ihr hättet nicht so fies sein müssen. Okay, jetzt bewerte ich eure Kunst. Und ich werde ehrlich sein. Wow, das ist fantastisch. Hast du das gehört? Damit kann ich nicht mithalten. Wednesday, wir warten. Nimm die. Hä? Was ist das? Ich verstehe nicht. Die sind der Ursprung ihres Albtraums. Also, gefallen sie dir? Fast hätte ich's vergessen. Megan gewinnt. Ich muss weg. Ich hab's geschafft. Go, Megan. Go, Megan. Du bist eine schlechte Gewinnerin. Das ist so süß. Du bist mein bester Freund. Er ist einfach traumhaft. Was starrt ihr so? Was? Malt mir jetzt diese süße Kätzchen. Denkst du, was ich denke? Ich bin dir weit voraus. Wir haben keine Stifte. Wirklich? Ihr seid voll kindisch. Nehmt diese Klebepistolen. Los geht's. Wie hat er das gemacht? Egal, wir fangen besser an. Ich habe ein gutes Gefühl dabei. Los geht's. Ich habe eine bessere Idee. Ich muss kurz telefonieren. Oh, Megan, meine Liebe. Du musst mir helfen. Das ist doch einfach. Ein Baby könnte das. Hä? Wer ist dieser Knips in ihrer Hand? Dieser Tag wird immer seltsamer. Wow, die Katze sieht toll aus. Aber da fehlt noch was. Du musst was tun. Meine Zeit ist sehr wertvoll. Okay, ich helfe dir. Aber das wird dich was kosten. Und ich mach's nicht unter 500. Wie viel? Das kann ich mir nicht leisten. Ich hätte auch Künstler werden sollen. Hey, weg damit. Haut ab. Husch. Los, lass mich in Ruhe. Oh, hab's. Das könnte was werden. Ich fange besser gleich an. Ich werde die 500 in was Bezauberndes verwandeln. Ich zeichne den Umriss einer Katze über die Nullen. Die Nullen werden die Pfoten. Dann kommen noch ein paar Schnurhaare und die Schleife. Die 5 baue ich in ihren Körper ein. Den muss ich noch mit dem Kopf verbinden. Und fertig. Wer braucht schon einen teuren Künstler? Hä? Wo ist Wednesday? Oh, wer ist denn das? Keine Ahnung. Die saß hinter Müllcontainer. Hallo Kätzchen, du bist ja hübsch. Ich weiß, sie ist wunderschön. Ich denke, du brauchst etwas Fellpflege. Das wird dir gefallen. Wie fühlt sich das an? Schön entspannend. Du bist ganz schön haarig. Das ist so viel. Genau, was ich brauche. Passt perfekt in mein Bild. Ich trapiere es auf meinem Katzenbild. Ohne dich hätte ich das nicht geschafft. Du siehst gut aus. Nichts ist schöner, als verwöhnt zu werden. Das reicht jetzt. Sieht aus wie du. Danke, Kätzchen. Du bist die Beste. Gib mir einen Kuss. Du bist hier fertig. Hey, Matthew, guck dir das an. Das sind zwei verschiedene Stile. Megans Ansatz ist minimalistisch. Wow, Wednesday. Sowas habe ich noch nie gesehen. Du hast es echt drauf. Ja, es gab keine Konkurrenz. Stimme zu, ist fantastisch. Ich schenke dir das. Oh, das ist ja nett. Trommelwirbel bitte. Wird Zeit, die Gewinnerin zu verkünden. Megan hat 2 Punkte. Wupp, wupp. Und auch Wednesday hat 2 Punkte. Unentschieden. Es gibt keine Gewinnerin. Glückwunsch an euch. Was? Du verarscht uns doch. Bekomme ich wenigstens einen Kuss? Ich glaube nicht. Hallo, mein Schatz. Ach was, wie? Wollen wir los? Aber klar doch. Na, wen interessiert's? Shake it. Nice moves. Mir ist voll langweilig. Was ist hier drin? Ich stöbere gerne im Müll rum. Das ist Müll. Wortwörtlich. Ups, ich muss leise sein. Nee, das ist nix. Das ist das Leben. Besser kann's kaum werden. Ich könnte hier für immer bleiben. Nichts kann das ruinieren.
Oh, verschwinde. Hau ab, Fliege. Was machst du? Was? Was ist dein Problem? Was ist das? Hier, du kannst das haben. Oh, danke. Ich habe mir schon immer Müll gewünscht. Schätze, damit vergeht die Zeit schneller. Hey, ich habe eine tolle Idee. Das ist das letzte Stück. Und jetzt zum spaßigen Teil. Ich muss das anmalen. Ich gehe über die erhöhten Lego-Teile. Nichts soll auf die Basis kommen. Und ich will keine Stelle übersehen. Jetzt den Baum anmalen. Das macht Spaß. Und dann noch den unteren Teil. Gleich fertig. Das war's. Jetzt brauche ich ein Blatt Karton. Das lege ich auf die Lego-Teile und drücke es sanft an. Dann vorsichtig abziehen. Schauen wir mal, wie ich's geplant habe. Hey, guck mal, was ich gemacht habe. Na, das könnte nützlich sein. Hallo, ich rede mit dir. Oh, sorry, ich war abgelenkt. Du kannst mich jetzt loben. Wow, sieht gut aus. Das bringt mich auf eine Idee. Ich rolle die Luftpolsterfolie mit Farbe ein. Komplett bedeckt, ich habe Apfelform ausgeschnitten und die überrolle ich jetzt. Das gefällt mir. Total einfach. Das ist ein leckerer Apfel. Wow, der macht Appetit. Bin beeindruckt. Schlag ein. Oh, hast du es auch, wenn dein Diadem verrutscht? Ich muss mir das ansehen. Ah, schon besser. Warte, ich habe Lippenstift vergessen. Im Country Club werden sie über mich tratschen. Ich muss was tun. Ist hier irgendwas Brauchbares? Aha, ich hab was. Damit wird's gehen. Ich drücke die Zahnbürste in die Erde. Guck dir diese Farbe an. So geht's. Das ist mal ein Statement. Madison, guck dir das an. Wow, du siehst so schick aus. Ich würde auch gerne. Ein Mädchen darf ja noch träumen. Würdest du mein Make-up machen? Was? Wirklich? Obwohl, ich fühle mich großzügig. Wie aufregend. Du wirst überrascht sein. Halt still. Du siehst hübsch aus. Schau dich an. Oh, du bist schon fertig? Kannst kaum erwarten. Ah, was hast du gemacht? Du bist gemein. Was? Du siehst süß aus. Willst du etwas Käse? Oh, das ist nicht lustig. Ich sehe albern aus. Warte mal. Ich habe da eine Idee. Ich fange besser gleich an. Ich spritze Farbe in so einer Linie auf. Und mit dem Lineal verteile ich sie. Und das mache ich nochmal. Diesmal nehme ich aber rot. Ich ziehe das Lineal langsam nach unten. Ich will nichts verwackeln. Jetzt nehme ich blau. Aber diesmal eine kleinere Linie. Dann das Lineal wieder nach unten ziehen. Wenn's trocken ist, kommen die Details. Ich male zwei Dreiecke. Das sind die Augen. Dann Nase und Mund. Und natürlich Schnurrhaare. Ich mache das auch bei den anderen. Die werden alle gleich. Wie eine kleine Katzenfamilie. Das ist die letzte. Das wird toll aussehen. Noch ein Satz Schnurrhaare und fertig. Meine kleine Katzenfamilie. Oh, sie sehen süß aus. Was sagst du dazu? Was? Ist okay, schätze ich. Du kannst ruhig neidisch sein. Neidisch? Ich? So ist das also, ha? Dir werde ich zeigen. Zuerst falte ich das Blatt. Dann falte ich zur Mitte. Jetzt drehe ich es. Und falte weiter. Oben falte ich zwei Dreiecke rein. Und auch auf der anderen Seite. Soweit so gut. Ich muss aber aufpassen. Ich darf keinen Schritt überspringen. Jede Falte ist so wichtig wie die andere. Wo war ich? Ah ja, hier geht's weiter. Das kommt übereinander zum Schichten. So forme ich eine Spitze. Ich falte immer weiter und ziehe die Falz nach. So wird der Abschnitt flach gedrückt. Das ist knifflig. Ich muss präzise sein. Einmal falsch gefaltet und es ist vorbei. Hoffe, du machst dir Notizen. Ich mach das nicht nochmal. Ich klappe die Seiten ein und dann umdrehen. Langsam nimmt's Form an. Das wird dich umhauen. Vertrau mir. Warte, war das richtig? Ja, ich glaube schon. Ich mache hier oben zwei kleine Dreiecke. Dann drehen und weiterfalten. Puh, anstrengend, aber es muss sein. Ich will Madison schlagen. Gleich fertig. Ich mache hier einen Knick rein. Dann muss ich das noch einklappen. Ja, so geht's. Dann noch den Schwanz ran. Jetzt brauche ich einen Stift, um das Gesicht darauf zu malen. Sie bekommt ein fröhliches Lächeln und Schnurrhaare. Bereit? Hey, sag Hallo zu meinen Katzen. Ich weiß, ich bin total talentiert. Wow, schätze, es ist unentschieden. Okay, ist fair. Hast du toll gemacht. Die grüne Katze ist für dich.
Also gut, los geht's. Oh, warte, du bist zuerst dran. Nee, beginnen wir zusammen. Mal sehen, was das Zufallsrad mir gibt. Ein Lach-Emoji. Oh, echt jetzt? Yes, ich darf eine Hand benutzen und du gar keine. Mal sehen, was die Magie uns bringt. Sind das Quetschflaschen? Weißt du was, Sky? Für diese Runde brauchen wir Schürzen. Okay, nun kann die Challenge endlich beginnen. Vielleicht ändert das Zufallsrad noch seine Meinung. Bitte, bitte, mach schon, bitte! Oh mein Gott, es hat funktioniert, das ist ja unglaublich. Ich mal sowieso lieber Eis als Emojis. Okay, der Kreis ist perfekt. Es fehlen aber noch die Augen. Augenbrauen dürfen auch nicht fehlen. Alles klar, mit der Flasche bin ich durch. Und nun kommt Blau. Ich male die Tränen und male sie mit Blau aus. Funktioniert doch ganz gut. Das ist erstmal genug Teig. Und jetzt kommt Rot. Ich muss nur fest genug auf die Flasche beißen. Schön am blauen Rand entlangfahren. Gar nicht mal so übel. Okay, und nun kommt Gelb. Ohne Gelb wäre es schließlich kein Smiley. Da ist jede Menge leere Fläche, die aufgefüllt werden muss. Ich will keine Lücken, also muss alles bedeckt sein. Gleich ist der Pfannkuchen fertig. Zeit zu wenden. Wow, das ist sowas von gut geworden. Oh nein, meine Nase kitzelt, das ist nicht gut. Oh nein, der Deckel ist ab. Oh, was für eine Sauerei. Oh, das ist echt übel. Kopf hoch, Sky. Schon gut, mein Pfannkuchen ist dann wohl fertig. Vielleicht kann man mit dem Pfannenwender noch was retten. Ich schieb das etwas zur Seite und... Naja, noch schlimmer kann es ja nicht mehr werden. Okay, schon besser, oder? Ich finde schon. Danke für den Versuch. Oh je, da hat aber jemand schlechte Laune. Hey, wirf mal einen Blick auf meinen Pfannkuchen. Süß, oder? Okay, dieses Mal drück ich drauf. Was das Zufallsrad dieses Mal anzeigen wird. Ein Baum. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Was? Schon wieder ohne Hände? Mal sehen, was in dieser Runde so für uns ansteht. Oh, ist das ein Glas Tinte und ein Strohhalm? Na, dann sollte ich mal besser anfangen. Lasst mich nicht im Stich, Ellbogen. Gut gemacht. Und nun muss der Deckel runter. Yes, okay. Den Strohhalm kann ich mit meinem Mund nehmen. Okay, und jetzt muss ich noch an etwas Tinte drankommen. Oh, funktioniert. Was soll ich denn nur mit diesem Strohhalm anstellen? Oh nein, sie trinkt die Tinte. Halt, das ist keine Limo. Was? Sah so aus, als würdest du die trinken. Den Strohhalm brauche ich doch zum Malen. Mit dem Strohhalm pusht dich die Farbe in die richtige Richtung. Wow, das sieht echt mega aus. Kaum zu glauben, dass du das mit nur einem Strohhalm hinbekommst. Wieso geht das denn nicht? Vielleicht muss ich noch fester in den Strohhalm pusten. Na los, mach schon, blöde Tinte. Phew. Oh, was ist mit meinem Gesicht? Oh, ich habe mich eingesaut. Was jammert die denn so rum? Oh, sieht echt übel aus. Warte. Hm? Warten? Wieso? Sieh mal, ich habe hier etwas pinke Farbe. Ich drücke etwas pink auf dein Blatt und daneben noch eine andere Farbe. Okay, das hätten wir geschafft. Und nun brauche ich noch ein Ohrstäbchen. Damit tupfe ich in das Hellrosa. Und dann tupfe ich die Farbe auf die schwarzen Baumäste. Sieht aus wie Blüten, wie kleine Knospen, die im Frühling aufgehen. Das sieht richtig schön aus, findest du nicht auch? Wow, dank deiner Hilfe sieht mein Baum richtig schön aus. Ich bin froh, dass wir das gemacht haben. Ich auch, echt schön. Es gibt nichts Tolleres als Kunst. Voller Ausdruck, emotional und manchmal auch ziemlich weird. Aber wie auch immer du das siehst, wir brauchen alle ein bisschen Farbe in unserem Leben. Also plündern wir die Farbenläden und schnappen wir uns Pinsel und Stift. Es wird Zeit für eine lustige Farbchallenge. Ich frag mich, was das ist. Ich bin so aufgeregt. Bisher bin ich aber ziemlich enttäuscht. Ja, genau, oder? Was ist das für ein Geräusch? Überraschung? Immer noch nichts. Hallo, wir warten. Wow, das war ziemlich cool.
Wow, sollen wir es aufmachen? Naja, das gehört mir. Hey, gib her, das war meine Idee. Finger weg. Du bist voll gemein, Chris. Uhu, Seifenblasen. Ist mir doch egal. Aber die sind schon schön. Darf ich mal? Nein. Oh, bitte. Das macht voll Spaß. Hey, guck mal da. Das bringt mich auf eine Idee. Das wird richtig gut. Nimm dir eine Leinwand. Streiche dann Farbe mit einer Rolle drauf. Die gesamte Leinwand muss bedeckt sein. Und nun nimm dir einen Kaffeebecher und tunke ihn in weiße Farbe. Und presse ihn auf die Leinwand. Sei dabei so kreativ, wie du willst. Und nun male bunte Spiegelungen in die Kreise. Nimm ruhig verschiedene Farben, damit es realistischer aussieht. Wir versuchen hier, das Licht in den Seifenblasen festzuhalten. Sieht echt gut aus. Und nun noch ein paar finale Details. Das ist so mega geworden. Ich bin eine wahre Künstlerin. Hey Chris, ich habe jetzt meine eigenen Seifenblasen. Was? Na, neidisch? Kann ich das mal haben? Lass uns tauschen. Gib her. Wow. Hä? Wo ist denn die Seife? Das Ding ist leer. Wie unfair. Oh, hab wohl vergessen zu erwähnen, dass ich's leer gemacht habe. Das ist nicht lustig. Okay, Zeit für die nächste Challenge. Oh mein Gott, ein Einhorn. Ich bin so glücklich darüber. Wow, komm mal wieder runter. Ich muss echt mit anderen Leuten rumhängen. Was machst du da, Chris? Ich bin Prinzessin Sparkles, Herrscherin von Regenbogenland. Ah, klar. Das ist aber mal ein neuer Look für dich. Bitte nicht. Du zerstörst meinen Moment, okay? Lass uns mal am Rad drehen. Das ist so mega. Keine Hände? Kein Problem. Dann mal los. Ich tue meine hinter meinen Rücken. Gar keine so schlechte Idee. Ich dachte, das wäre schwerer. Nicht schlecht. Fertig. Und wie findest du's? Das ist auf jeden Fall besonders. Was weißt du schon von Kunst? Ich zeig dir, wie man Einhörner malt. Muss nur noch den Maßstab berechnen. Oh, ja, ich berechne auch immer den Maßstab. Definitiv ein Einhorn, ja. Was macht er denn jetzt? Ich glaube, ich habe einen Plan. Das sollte alles einfacher machen. Nimm dir ein kariertes Blatt Papier und beginne, ein Einhorn zu zeichnen. Am Anfang sieht es vielleicht noch seltsam aus, aber vertrau uns. Das sieht schon mal gut aus. Sobald du den Umriss gemalt hast, kannst du die Flächen ausfüllen. Auf diese Art kannst du sehr detailreich zeichnen. Mit Hilfe von kariertem Papier kannst du Zeichnungen vergrößern. Und es macht das Zeichnen leichter. Und jetzt noch die Farbe. Wenn Ausmalen so einfach wäre. Das Horn machen wir extra bunt. Ich habe ja gesagt, wir wissen, was wir tun. So, mein Einhorn ist fertig. Guck mal. Voll gut, oder? Wie hast du das denn gemacht? Naja, dafür hat meins eine bunte Mähne. Immerhin hast du es versucht. Ja, ich weiß. Zeit für die nächste Challenge. Bitte wählt eine Zahl. Spielen wir drum? Gewonnen! Nummer 1. Mal sehen, was hinter der 1 steckt. Was für ein hübsches Kleid. Oh, das gefällt mir. Das schaffe ich. Ich brauche aber all diese Stifte dafür. Das ist echt eine gute Idee. Ich sollte das zu meinem Beruf machen. Mach vielleicht besser etwas langsam. Oh, okay. Viel Glück damit. Nicht sicher, ob das ausreicht. Der neueste Fashion-Trend. Ja, richtig. Ich schätze, diese Runde werde ich verlieren. Oh, der Tisch. Was für ein Chaos. Denkst du, es gibt Probleme? Ich wasche es besser weg. Es geht nicht ab. Dann schrubbe stärker. Oh, Moment mal. Es ist weg. So gut wie neu. Her damit. Ich habe eine Idee. Ich lege eine Schablone über die Zeichnung und tupfe dann Farbe darüber. Ich verwende unterschiedliche Farben auf dem Weg nach unten. Fast wie ein Regenbogen. Das wird so toll aussehen. Fast fertig.
Und nun nehme ich die Schablone ab. Ich bin echt glücklich damit. Ich brauche eine Maniküre. Oh, warte. Seid ihr fertig? Ich glaube, du wirst beeindruckt sein. Ich habe meine Zeichnungen verloren. Jasmine gewinnt diese Runde. Ganz offensichtlich. Gute Arbeit. Das würde ich auch tragen. Hey, hey. Siehst du auch das, was ich da sehe? Oh mein Gott. Das sind riesige Zähne. Oh nein, es wird größer. Haha, keine Sorge, ihr zwei. Er kann euch nichts tun. Was für eine Erleichterung. Doch er ist unser Stichwort für die nächste Mal-Challenge. Okay, da steht eine 5 auf unseren Blättern. Ich glaube, ich weiß schon, wo das hinführt. Ich male Linien zu den Strichen, die schon da sind. Ein paar Schnörkel hier, ein Auge da und Zähne dürfen natürlich nicht fehlen. Und Dinos brauchen Beine und Arme, sonst kann er nicht laufen. Gut, fehlt nur noch etwas Farbe. Ich will, dass er furchteinflößend aussieht. Nur noch ein wenig mehr und fertig. Es sieht toll aus. Schau dieses Mal auf dein eigenes Blatt. Hey! Oh, komm schon, lass mich mal sehen, nur ganz kurz. Hey, Moment mal, Bleistifte. Die helfen mir garantiert bei meinen Problemen. Gut, die müssen nur noch angepasst werden. Vielleicht hier noch eine kleine Änderung. Und nun haben die Radierer vom Bleistift eine Form. Das hier ist ein Herz und ein Sternchen. Okay, dann drehe ich mal das Blatt um und fange an. Wer sich direkt... So, und nun ist Zeit für meinen Marker. Ich brauche so eine Art Eiform. Und nun zu den Radierern. Ich tunke sie einfach in die Farbe. Und tupfen. Okay, stopp. Zeigt mal eure Bilder her. Hier ist meins, Miss. Hoffentlich gefällt es Ihnen. Und das ist meins. Er ist nur noch nicht geschlüpft. Was? Ich glaube nicht, dass ich das gelten lassen kann. Oh, aber dein Bild ist toll. Du bist die Siegerin. Ich? Echt? Oh, juhu, vielen Dank. Ich liebe diese Chips, aber sie schmecken noch viel besser, wenn man sie teilt. Außerdem, ich finde dein Ei sehr süß. Dankeschön. Bei der Runde habe ich ein gutes Gefühl. Oh, ein Herz, voll süß. Mal gucken, wer drehen darf. Ich bin der Beste im Daumenkrieg. Juhu, gewonnen! Oh, so knapp. Bitte nichts Schlimmes. Kein Papier? Aber wie soll ich denn dann was zeichnen? Wahrscheinlich sollst du genau das herausfinden. Schau her. Ich beginne mit einer senkrechten Linie in der Mitte. Und noch zwei daneben. Dann oben und unten waagerechte Linien. Und nun die Seiten vom Herz. Mit dem Bleistift zeichnen wir super Hilfslinien, bevor wir mit der Farbe loslegen. Sobald die Grundform fertig ist, radiere die Linien an den Ecken weg. Dann nimm dir einen Stift und ziehe die Linien nach. So entsteht ein 3D-Effekt. Und nun kommt noch die Farbe. Bleib dabei unbedingt innerhalb der Linien. Wenn das fertig ist, kannst du die Innenseiten schattieren. Das geht am besten mit einem Bleistift. Schraffiere an den Stellen, wo du den Schatten haben möchtest, beziehungsweise dort, wo das Licht anders hinfallen könnte. Das ist mal eine andere Art, ein Herz zu malen und es sieht beeindruckend aus. Das war's. Und wie gefällt's dir? Wow, ich meine, ist okay. Was kann ich denn nehmen? Ich weiß, meine Hände. Das ist etwas zu simpel. Aber irgendwas muss ich doch machen können. Ich hab's. Ein Mini-Herz. Hä, wie findest du das? Es ist ein Herz. Nein, ist es nicht. Sorry. Okay, was hältst du davon? Oh, gib's einfach auf, okay? Ich weiß, dass ich's schaffe. Kommt schon, Finger, lasst mich nicht hängen. Ich glaube, ich hab's. Ich brauche dafür nur einen roten Stift. Lege einen Finger auf den anderen. Male dann ein Herz. Und male es rot aus. Gar nicht so schlecht. Ich mag's. Oder besser, ich liebe es. Aber ich bin noch nicht fertig. Ich male noch einen Smiley dazu. Und noch einen für die wahre Liebe. Ist das romantisch? Guck mal. Ernsthaft? Oh, das ist so süß. Moment, ich habe auch eine Idee. Mach's aber nicht kaputt. Nein, das wird super. So, sie umarmen sich. Ich glaube, ich muss gleich weinen. Das ist so süß. Hm, welchen Stift soll ich nehmen? Blau oder grün? Schau sie dir an.
Ich liebe dich. Mua, mua. Bis später in meinen Träumen. Wow! Eine Schnecke, cool. Wer dreht das Rad? Gewonnen! Oh, ich war so sicher, dass ich gewinne. Komm schon. Keine Hände schon wieder? Oh, na gut, ich schaff das schon irgendwie. Und los geht's. Vielleicht kann ich ihr helfen. So. Hey, du machst das falsch. Aber wie? Oh, na gut, dann probiere ich's mal. Mach die Augen zu. Warum verhältst du dich so komisch? Fein. Zum Glück habe ich diese Schlafbrille. Wie sehe ich aus? Perfekt. Das ist schwieriger, als es aussieht. Du bist toll. Ich meine, du machst das toll. Ich sollte sie küssen. Aber Moment, ich darf das nicht vergessen. Das ist doch ein Witz. Ich habe $20 dafür ausgegeben. So was Blödes. Obwohl, ich muss mich beeilen. Weg mit dir. Wer braucht schon teure Blumen, wenn man einen Stift hat? Mal dir einfach deine eigene. So ist es auch viel romantischer. Nur noch der Stiel und fertig. Ich hoffe, es gefällt ihr. Ich habe keine Ahnung, was ich da gemalt habe. Ist aber ziemlich gut geworden. Also, es ist eine Schnecke. Ich habe auch was gemalt. Für mich? Du bist noch viel schöner als jede Rose der Welt. Oh je, ich werde ganz rot. Aber das ist auch mega romantisch. Ich liebe Malen. So entspannend. Und ich habe das beste Model. Du bist so liebenswert. Hey, Konzentration. Wählt eine Zahl. Ich mache das später fertig. Wir sind soweit. Dann los. Ich glaube, das ist schwer. Was denkst du? Ich habe eine Idee. Wir lassen den Würfel entscheiden. Nummer 5. Okay, dann los. 5. Oh, interessante Wahl. Tierzeichnungen, das ist schwierig. Oh, das gefällt mir. Ich brauche spezielle Stifte. Woher hast du die? Ist das nicht Betrug? Ich habe nur einen langweiligen Bleistift. Und der ist nicht mal gespitzt. Zum Glück habe ich diesen übergroßen Anspitzer. Ich habe ihn vielleicht etwas zu stark angespitzt. Der ist unbrauchbar. Was mache ich denn jetzt? Oh, vielleicht kann ich einen klauen. Ich meine, leihen. Und diese Schere kann mir auch weiterhelfen. Ich male drumherum. Bewege sie leicht nach oben und male um den Griff. Nun drehe ich sie andersherum. Das sollte reichen. Nun zu den Details. Zuerst die Augen. Dann Nase und Mund. Okay, kommen wir zur Mähne. Diese Zeichnung macht echt Spaß. Ich male den Kopf aus. Zuerst die Ohren. Dann der Mund. Die Nase wird rosa. Ich glaube, ich bin fast fertig. Fast hätte ich die Zunge vergessen. So, der König der Dschungel. Echt großartig, kapiert? Nicht schlecht. Hier ist meine Zeichnung. Gute Arbeit. Schwierige Entscheidung. Unentschieden. Wow. Das ist fair. Wie werden normale Sachen cooler? Mit einem Hauch Farbe natürlich. Hat man die richtige Farbe zur Hand, kann man wahre Meisterwerke machen. Wer weiß, vielleicht malst du die nächste Mona Lisa. Oder zumindest eine echt cool aussehende Laptop-Hülle. Bereit, den Künstler in dir zu entfesseln? Für die nächste Challenge? Oh, das sind aber viele Make-up-Schwämmchen. Echt fluffig. Hm, sollte ich mein Make-up überprüfen? Oh, mein Make-up müsste schon mal aufgefrischt werden. Ja, meins auch, Sky. Oh, sieh mal das Rad. Hey, es zeigt auf den Make-up-Schwamm. Yay, und wir haben diese Leinwände, um uns auszutoben. Gut, die Utensilien liegen bereit. Jetzt kommen die Hände. Oh Mann, niemand darf Hände benutzen dieses Mal. Na dann mal los. Au, mein Kopf. Autsch.
Okay, wir müssen besser aufpassen. Gut, also, ich habe etwas Farbe auf dem Schwamm. Mit Gelb tupfe ich eine gerade Linie auf die weiße Leinwand. Diesmal beginne ich mit Hellblau und tupfe mit dem Schwamm an dieser Stelle auf die Leinwand. Und ich finde, sie könnte noch etwas mehr Orange vertragen. Nun ist Hellrosa dran. Die kommt direkt neben die blaue Farbe. Und jetzt noch etwas Algengrün zur Abwechslung. Das macht voll Spaß, oder, Lexi? Okay, genug geplaudert. Genau hier brauche ich noch was Grün. Ich muss hier Rosa mit Pink verblenden. Yes, der Ombre-Effekt funktioniert hervorragend. Wow, wunderschön und irgendwie beruhigend. Phew, ich bin auch fertig. Das war harte Arbeit. Wow, das sieht komplett anders aus als mein Bild. Wow. Hey, hast du schon mein Bild gesehen, Lexi? Sieh mal. Ja, schon gut, Sky. Dein Bild ist... Wow, wie zum Geier hast du das denn gemacht? Da staunst du was. Ich habe meiner Fantasie freien Lauf gelassen. Oh, jetzt bin ich wegen meinem Bild verunsichert. Hey, nicht traurig sein. Wir können dein Bild mit dieser Blume aufhübschen, indem wir sie so auf die Leinwand legen und mit etwas weißer Farbe auf die Blütenblätter tupfen. Und das machen wir ringsherum um die Blüte. Oh, wow. Hier ist auch noch Platz für eine. Wow, Sky, das sieht schon viel schöner aus. Sieh nur, wie die Blütenblätter ein Muster gezaubert haben. Sieht mega schön aus. Gern geschehen. Schön, dass es dir gefällt. Diesmal drückst du auf den Knopf, Sky. Alles klar, das Rad dreht sich. Was es wohl dieses Mal sein wird? Ein Einhorn! Freust du dich auch so? Wow, das ist jetzt aber neu. Du musst dir die Augen verbinden, Lexi. Nun, wenn ich mir schon die Augen verbinden muss, dann wenigstens als Einhorn. Yes, wir verzieren Einhornkekse. Das wird richtig lustig. Sogar mit Schürze. Okay, die Augenbinde sitzt und ich bin bereit anzufangen. Sky, wo bist du hin? Bist du da drüben? Was ist das dort drüben? Yes, da ist der Keks. Den lasse ich mir jetzt schmecken. Aber Lexi, da drüben ist doch überhaupt nichts. Moment mal, wo ist mein Keks? Mein Keks ist weg. Er ist weg? Wo soll der Keks sein? Ich habe leider nichts gesehen. Das ist ja seltsam. Ich brauche einen neuen Keks. Und ich behalte Lexi besser im Auge. Also dann, lass uns mit dem Dekorieren anfangen. Okay, Lexi, ich helfe dir beim Start. Hier ist das Frosting. Perfekt, danke, Sky. Ich sollte besser anfangen. Das ist echt schwierig. Ich beginne mit den Outlines der Keksform. Perfekt. Und jetzt kommt noch etwas mehr Weiß hinzu. Gut, das sollte reichen. Das sieht bestimmt gut aus. Wow, ich habe mich anscheinend selbst übertroffen. Nur noch etwas mehr und fertig. Der Keks ist bedeckt. Mit einem Pinsel und goldenem Frosting male ich die Schnauze. Aber nicht nur die Schnauze, sondern auch die Ohren. Okay, das Horn darf natürlich auch nicht fehlen. Was wäre ein Einhorn ohne Wimpern, richtig? Und nun kommt noch etwas rotes Frosting. Damit male ich herzförmige Pferdenistern. So niedlich! Ich habe wohl ein Händchen dafür. Okay, jetzt diese Farbe. Welche Farbe ist das? Keine Ahnung. Aber mein Einhorn braucht Augen und soll bunt sein. Schließlich muss das Einhorn Luft bekommen. Das ist wichtig. Ich spüre, dieser Keks wird grandios aussehen. Juhu, bin fertig. Und du, Sky? Oh nein, damit habe ich nicht gerechnet. Naja, mit einer Augenbinde ist das auch schwierig. Sieht das Einhorn nicht absolut putzig aus? Sowas von putzig. Man möchte es echt direkt knuddeln. Wenigstens bleibt mir das Horn. Veilchen sind blau und Rosen sind rot. Also dann, yeah, wir malen Blumen. Oh nein, meine Farbe ist voll trocken. Ach Mist, was mache ich denn nun? Ich brauche neue Farbe. Mal sehen, mit welcher Farbe beginne ich? Mit Pink natürlich. Nein, die kannst du nicht haben. Ich brauche die. Bitte, meine Farbe ist so trocken. Nein, habe ich gesagt. Da musst du dir was anderes suchen. Nun, wie werde ich meine Rose malen? Sie soll auf jeden Fall schön sein. Okay, ja, das wird gut funktionieren. Oh, kaum zu glauben, dass sie nicht mit mir teilen will. Sie ist so gemein. Ich bin ganz aufgewühlt deswegen. Ich muss mich beruhigen. Oh, mir ist auf einmal ganz schummrig im Kopf. Hä, was ist mit meiner Tüte passiert? Na toll, da ist jetzt überall Farbe drauf. Runter damit, mach schon. Was zum? Lass deine Farbe auf dem Blatt, bitte. Hä? Benutzt die Tüte, um Farbe aufzutragen. Oh, okay, schon kapiert. Ich tunk die Tüte einfach in die Farbe. Eine Rose ist fertig. Und noch eine hier. Wow, die sehen echt voll schön aus. Na sowas. Mal sehen, was kann ich noch malen? Ah, ich weiß. Wo geht sie denn hin? Ach, mir egal, sie kann machen, was sie will. Ich muss mir nur ganz kurz den hier leihen. Hab ich dich?
Gut, und nun habe ich einen Pinsel. Das heißt, jetzt kommt der letzte Schliff. Es wären keine Blumen, wenn sie keine Blätter hätten. Die Zeit ist um. Zeigt mir eure schönen Rosenbilder. Okay, bin soweit. Das ist mein Bild. Ist das nicht schön? Nun, Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Aber nein, es ist nicht schön. Dafür aber ihr Bild. Das ist ja mega! Du sagst es. Deswegen geht die Runde an dich. Yay, schon wieder gewonnen. Ist das zu fassen? Meine Lieblingssüßigkeiten. Meine Glückwünsche. Oh, Mr. Kitty, dich mag ich doch am liebsten. Ach ja, die Challenge. Malt Mr. Kitty. Na los. Ich liebe es, Katzen zu malen. Katzen sind voll toll. Das wird mega. Was macht sie? Schreibt sie das englische Wort für Katze, also Cat? Was? Oh my gosh, die Runde werde ich definitiv gewinnen. Okay, Zeit für meine Katzenzeichen-Skills. Zuerst male ich einen Kreis. Katzen können auch rund sein, vor allem wenn sie in Dickerchen sind. Wie male ich von hier aus weiter? Nun werde ich mein Wort in etwas Besseres verwandeln. Ich beginne mit einem kleinen Gesicht. Die Schnurrhaare sollen auch nicht fehlen. Okay, der Kopf ist fertig. Ein großer, langer Schwung für den Rücken und Schwanz. So süß. Wow, gut gemacht. Zeigt mir eure Kätzchen. Tada, das ist mein Kätzchen. Und naja, das hier ist meine Katze. Ich wurde abgelenkt. Oh, nun ja, ein unfertiges Bild zählt leider nicht. Somit steht der Sieger fest. Wow, gewonnen! Mein Kätzchen und ich haben wieder gewonnen. Yes, Cookies! Ich liebe Cookies. Er ist zum Anbeißen, stimmt's? Hey, Süßer. Ich bin hier. Du bist so flirty. Nein, du. Wenn ich in deiner Nähe bin, wird mir ganz warm ums Herz. Das ist das Süßeste, was mir je einer gesagt hat. Runter vom Schreibtisch. Böse Katze. Mensch, was auch immer du bist. Was ist los? Nein, was hast du gemacht? Jetzt ist er schnurri. Ich wollte schon immer eine Katze, aber ein Freund wäre mir eigentlich lieber. Riechst du das auch? So ein übler Geruch. Er riecht gut. Willst du etwas Milch? Hatschi! Ups, sorry. Hatschi! Ich kann nicht aufhören zu niesen. Hab ich bemerkt. Ich fühle mich nicht so gut. Ich glaube, ich bin allergisch auf Katzenhaare. Guck mich an. Fein, ich verwandle ihn zurück. Oh, da bin ich wieder. Was riecht denn hier so? Das bist du. Du brauchst eine Dusche. Oh, ich kann es sogar schmecken. Es ist überall. Ist das Fell? Deshalb mag ich keine Haustiere. Igitt. Ich muss mein Make-up auffrischen. Warte mal. Diese Blumen sind wunderschön. Aber nicht so schön wie du, Mindy. Magst du diesen Kerl wirklich? Okay, ich weiß, was zu tun ist. Erzähl mir mehr. Gib mir eine Haarsträhne. Autsch! Das hat mir gefallen. Ich spanne die Haarsträhne und färbe sie mit meinem Lippenstift ein. Das ist ein wunderschöner Rotton. Jetzt lege ich sie auf ein weißes Blatt. Ich verteile sie etwas, genauso. Das sieht ganz gut aus. Jetzt klappe ich den Skizzenblock zu, übe etwas Druck aus und ziehe die Haarsträhne raus. Das macht Spaß. Dann mache ich den Skizzenblock auf und habe ein Bild. Fantastisch. Was sagst du dazu? Ich weiß, ich bin super talentiert. Gibst du mir dein Make-up? Bitte. Na gut, nimm's. Danke. Ich brauche etwas Puder. Warte mal. Den kann ich gebrauchen. Ich lege den Make-up-Schwamm hier hin. Dann befeuchte ich ihn etwas. Jetzt male ich ihn an. Ich fange mit Lila an. Ich male nur einen kleinen Abschnitt aus. Und dann wechsle ich die Farbe. Ich mache das rund um den Schwamm. Am Ende soll der Schwamm mehrfarbig sein. Genau so. Das sieht gut aus. Jetzt brauche ich ein weißes Blatt Papier. Ich drücke den Schwamm drauf und lasse ihn eine Weile liegen, damit die Farben übertragen werden. Wenn ich ihn wegnehme, bleibt ein bunter Kreis zurück. Da kommt eine persönliche Nachricht rein. Jetzt sollte er wissen, wie ich mich fühle. Ich mag Kalligrafie. Das sieht so elegant aus. Das war's. Ich bin fertig. Genau, was ich wollte. Ich habe das ausgeschnitten. Das habe ich gemacht. Ist für dich. Hoffentlich fühlst du dasselbe. Tust du? Wow, Mindy. Natürlich tue ich das. Von ganzem Herzen. Was? Guck dir das an. Das ist ein Meisterwerk. Du bist eine wütende Lady. Na gut, du hast auch gewonnen. Zufrieden? Wo waren wir? Das ist alles, was ich wollte. Na, na. Ich muss meine Pinseltechnik verfeinern. Härtere Striche, na los.
Naja. Okay. Heute ist wirklich ein schöner Abend. Hey, sieh mal, echte Künstler. Hi, ist dieses Pärchen nicht voll süß? Wenn man es kitschig mag, ja. Ich liebe dich so sehr, Liebling. Ich fühle mich inspiriert. Ich will diese Liebe als Bild festhalten. Aha. So. Könnten die zwei noch langweiliger sein? Ich folge besser meinem eigenen Herzen. Ein Farbklecks nach dem anderen. So vermischt sich die Farbe miteinander. Und du kannst dich mit Linien austoben. Hier kommt die Farbe. Gut, die Farbtupfer sind fast weg. Zerknülle nun etwas Alufolie. Und tupfe damit auf die nasse Farbe. Das verleiht dem Bild mehr Textur. Siehst du, was ich meine? Dann nimmst du einen Pinsel und besserst etwas aus. Was wäre ein Landschaftsbild ohne einen Baum? Achte darauf, nicht zu fest aufzudrücken. Noch mehr tupfen. Sieht das nicht absolut schön aus? Ich bin aber noch nicht fertig. Vermische die Farben, damit es lebendiger aussieht. Es fehlt aber immer noch der letzte Schliff. Erkennst du das Liebespärchen? Die zwei stehen nur nicht im Mittelpunkt. Nice! Nun kommt etwas Regen dazu, der ist immer romantisch. Tada! Ist das romantisch genug? Meins auf jeden Fall. Wie ist deins geworden? Könnte besser sein. Gefällt es dir? Wow! Das Bild gehört in ein Museum. Echt? Dann habe wohl ich gewonnen. Nicht schlecht, Jen. Komm her. Bitte? Das Bild ist für euch. Das sind wir, Schnuckelchen. Ciao. Ich bin gespannt, was es dieses Mal wird. Wählt eine Zahl. 3, 1, 3, 1. Nein, wir nehmen nicht die 1. Okay, ein Kompromiss. 2. Okay, das ist fair. Nummer 2, zeige dich. Wow, ein süßes, flauschiges Schaf. Eure Zeit beginnt jetzt. Oh. Ich habe keine Zeit dafür. Ich fange besser an. Hast du gerade alle Stifte geklaut? Was ist das? Ugh. Du bist nur neidisch. Klar, sicher. Sieht total realistisch aus. Schau zu und lerne. Magst du Magie? Ist das nicht was für Kinder? Dann bringe ich dich mal zum Staunen. Ist das mein Geld? Ist das alles, was du hast? Das ist etwas klein. Oh, ich hab's. Wie ist das dahin gekommen? Ich beschwere mich nicht. Genau, was ich brauche. Ich lege die Münze auf das Papier. Und male M-Formen drumherum. Okay, weg mit der Münze. Zeit, das Gesicht zu malen. Nicht so schlecht. Ha! Nur noch ein paar Details. Und fertig. Das war's. Zeit ist um. Zeigt mir eure Arbeit. Tada! Gib's zu, das ist echt niedlich. Es ist okay. Hey, wo willst du hin? Komm zurück. Haha, ich gewinne, oder? Ja, Justin, du gewinnst. Juhu! Gut gemacht. Hey, was ist das? Wie ist das denn hier reingekommen? Sieh nur! Ein wunderschöner Hirsch! Schau doch mal, Jennifer! Der ist echt gigantisch, hä? Huh? Er bleibt stehen? Los, lass uns anfangen, hä? Huh? Das ist alles eine Frage der Technik. Dieser Winkel ist echt funky. Das hilft nichts. Ich brauche etwas Nützlicheres. Bingo! Jetzt kann ich ihn perfekt ausmessen. Bin gleich zurück. Wo gehst du denn hin? Ach, egal. Dann sehe ich mir das mal aus der Nähe an. Aha,
Ein gutes Maß. Interessant. Jetzt weiß ich, wie man dich malt. Dann mal ran an die Arbeit. Beginne immer zuerst mit Schwarz. Oh, ist die Schwarz schon leer? Oh, das ist doch lächerlich. Jennifer, du hast mein Meisterwerk ruiniert. Das ist die kleinste meiner Sorgen. Menno, sieh dir diese Farbkleckse an. Oh, dann nochmal von vorne. Es sei denn, ich kann diese Technik anwenden. Findest du das Bild zu dunkel? Nicht mehr lange. Tupf die Farbe einfach auf das Bild. Entferne die Schablone. Dann malst du hier weiter. Zwei Farben sind immer besser als eine. Cool, oder? Nun fahren wir die großen Geschütze auf. Mit dem Pinsel verwischst du die Farbe nach außen. Ist das nicht ein toller Effekt? Bin gleich fertig. Gehe mit dem Pinsel auch über die Bäume. Selbst eine Zahnbürste zaubert etwas Magie. Ein paar gezielte Spritzer ist das A und O. Cool! Nun entferne diese Schablone. Und dein Nachtbild im Wald ist fertig. Das ist voll magisch. Sieh dir meins an. Wie hast du das gemacht? Der Sieger steht diese Runde fest. Gut gemacht, Wendy. Ah, was ist jetzt dran? Meine Utensilien liegen schon bereit. Aha, wie schön für dich. Yeah! Huh? Wer ist das? Oh, wow! Cool, los geht's! Ich fühle mich inspiriert. Emojis stehen für Spaß mit Formen. Ich male einen Kreis. Aha! Ich könnte etwas extra Hilfe gebrauchen. Geht doch nichts über frische Farbe. Hey, pass doch auf! Das ist dir egal, hab ich recht? Wow, sie ist echt unglaublich. Tja. Das ist interessant. Einen Augenblick. Ich fange nochmal von vorne an. Rein mit dir, gelbe Farbe. Perfekt. Jetzt kann der Spaß beginnen. Und auffüllen. Das sieht lustig aus. Weißt du schon, was das wird? Ein Emoji schon vergessen? Das ist mal was anderes. Hey, Wendy! Oh, ich dachte schon, du würdest nie fragen. Ich glaube, mein Bild ist besser. Ist das cool oder ist das cool? Oh, das hätte mir auch einfallen können. Ich kann kaum erwarten, was als nächstes kommt. Echt jetzt? Ein lecker aussehender Burger? Oh Mann, das wird echt schwer. Ich muss aufpassen, dass der Maßstab stimmt. Ach, das haut nicht hin. Aber vielleicht wird das Lineal helfen. Okay, ich habe die Maße. Und mit welchem Material soll ich anfangen? Ich muss die richtige Entscheidung treffen. Ah, mir läuft die Zeit davon. Dann wird's halt der Buntstift. Ach, die eindeutig beste Wahl ist Kreide. Ich habe das Brötchen und jetzt kommen Ketchup, Salat und Senf. Das Burger-Patty nicht vergessen und die andere Brötchenhälfte auch nicht. Wow, das ist toll geworden. Oh nein, ich wünschte, wir hätten mehr Zeit. Weiter als so bin ich nicht gekommen. Yeti, guck mal meins an. Was sagst du? Yes, ich glaube, er mag's. Wow. Aber Moment, der Burger ist in Eis eingeschlossen. Wie soll ich denn einen Eiswürfelburger essen? Dein Burger ist ein Eisblock. Was er wohl jetzt für uns hat? Ja, eine Pizza, natürlich. Die sollte viel einfacher sein. Ich brauche ein gutes Referenzbild. Das hier ist perfekt. Ich zeichne die Form nach.
Okay, ich zeichne die Pizza mit diesem Marker. Ich glaube, ich hab's. Es geht los. P-I-Z-Z-A. Hm, ich glaube, da fehlt noch was. Ah, und wenn ich es so mache? Ich verbinde die Buchstaben einfach hier und hier. Jetzt nur noch der Belag und dann ausmalen. Hoffentlich gewinne ich diesmal. Ich hab Hunger. Jetzt noch den Käse gelb ausmalen. Und Peperoni drauf. Oh, die Zeit ist um. Der Yeti wählt aus. Oh nein, ich habe doch eben erst angefangen. Naja, hier ist meine, aber sie ist noch nicht ganz fertig. Hier ist meine, Yeti. Ich hoffe, sie gefällt dir. Yes, ich habe die Runde gewonnen. Und das ist meine Pizza. Wow, die ist ja riesig. Dann wollen wir das Ganze mal zusammenklappen. Wow, die sieht so gut aus. Und los geht's. Wow, Thomas, das ist ziemlich beeindruckend. Was jetzt? Okay, Mädels, los geht's. Wo bleibt es jetzt stehen? Hände! Jetzt seid ihr dran. Wir malen Hände, ja? Interessant. Ich habe eine Idee. Schau dir das an. Was ist passiert? Luna, wo bist du? Alles okay? Nur ein kleiner Stromschlag. Ist das der Schatten meiner Hand? Ich habe gerade die beste Idee bekommen. Der Strom ist wieder an. Und wir haben wieder Licht, Mädels. Wuhu! Dann brauchen wir die Taschenlampe nicht mehr. Los geht's. Zeichne zuerst deine Hand nach. Das ist nicht so schwer. Dann verwandle die Hand in einen niedlichen Vogel. Ich setze ein Auge auf den Daumen und auf den Schnabel. Nun braucht er Flügel und Füße. Jetzt kommt noch Farbe dazu. Ich denke Orange für den Schnabel und auch für die kleinen Füße. Und dann male ich den Vogel mit weißer Kreide aus. Das ist der einfachste Schritt. Ich muss ihn nur vollständig ausmalen. Weiß nicht, wie ich die malen soll. Vielleicht so? Hä? Das sieht blöd aus. Was anderes? Wie wär's damit? Ich krieg's nicht hin. Was ist es? Was zur Hölle? Spinnweben? Uff, hab ein bisschen falsch gezielt. Schätze, ich brauch was anderes. Ich versuch's damit. Zeichne deine Hand nach. Genauso. Rundherum, aber stoppe am Handgelenk. Dann verwandle sie in ein süßes Hündchen. Er braucht natürlich ein Auge. Sieht gar nicht mehr aus wie eine Hand, hä? Jetzt noch ein Halsband. Ich denke, in Orange sieht es ganz gut aus. Was für eine große Zunge. Und die muss ich auch ausmalen. Und er bekommt braunes Fell. Ich male ihn komplett braun aus, damit ihm an keiner Stelle Fell fehlt. Vielleicht hier eine hellere Farbe. Er sieht toll aus. Mädels, die Zeit ist um. Zeigt her, was ihr gemalt habt. Schau dir dieses Meisterwerk an. Ich liebe Hunde. Wow, das waren eure Hände? Wow, unglaublich. Schau dir mal meinen Vogel an. Ist der nicht süß? Wow, deine Ente sieht fantastisch aus. Bemerkenswert.
Perfekt. Oh, wie wähle ich die Gewinnerin? Ente oder Hund? Wer gewinnt? Sie sind beide so wunderbar. Zwei Richter für zwei verdiente Gewinner. Einhornmagie, spalte mich in zwei. So geht's. Genau, was ich brauche. Wow! Was ist das? Magie? Das habt ihr beide gut gemacht. Also haben wir beide diese Runde gewonnen? Ja! Okay, bereit für die nächste Runde? Ich bin so aufgeregt. Das ist schön. Oh, jetzt wollen wir Giraffen sehen. Wie mache ich das? Oh, das ist kinderleicht. Das schaffe ich sogar im Schlaf. Oh. Wenn du das sagst. Ich weiß. Ich fange mit dem Kopf an. Eine geschwungene Linie. Und jetzt noch ein paar mehr Linien. Ich hab's. Aber zuerst ein schneller Snack. Dann ein Nickerchen. So erfrischend. Das Center war riesig. Bin froh, wieder hier zu sein. Und ich habe die Inspiration, die ich brauche. Also an die Arbeit. Zuerst male ich diese vier Zahlen. 1, 2, 3 und 4 bilden ein Quadrat. Und schon geht's mit der Giraffe los. Aus der 1 wird ihr Hals und dann die Beine. Jetzt noch Ohren und der Schwanz. Flecken nicht vergessen. Was für ein kleiner Kerl. Und jetzt zu Nummer 2. Es wird ein Schwan. Was mache ich aus der 3? Flügel natürlich. Ein schöner Schmetterling. Und jetzt zu Nummer 4. Schau dir die Schuppen an. Und da haben wir einen Fisch. Sie sehen alle so süß aus. Dann werde ich sie jetzt ausmalen. Giraffen sind gelb und haben dunkle Flecken. Ist sie nicht süß? Schwäne sind weiß oder grau. Manchmal auch schwarz. Und dieser Schwan ist super elegant. Das Wasser nicht vergessen. Es wird natürlich blau. Ein orangener Schmetterling? Warum nicht? Sieht hübsch aus. Bezaubernd. Es kommt auf die kleinen Details an. Die Punkte nicht vergessen. Und jetzt zum kleinen Fisch. Ich mache ihn blau, grün und gelb mit rosa Lippen. Fertig. Okay, Mädels, die Zeit ist um. Okay. Oh no. Ich habe gleich 4 Tiere, inklusive der Giraffe natürlich. Wow, unglaublich, Ashley. Gut. Luna? Nur noch eine Sekunde, okay? Ich kann nicht so schnell malen. Das muss reichen, schätze ich. Fertig. Die Zeit ist ausgegangen. Oh. Das ist interessant. Na, wenigstens hat sie einen hübschen Kopf, oder? Was für eine traurige Ausrede für eine Giraffe. Bravo! Ihr beide seid wunderbare Künstlerinnen. Ja, sie mag uns beide. Und dieses Einhorn habt ihr zum Lächeln gebracht. Zeit für mehr Magie. Hey, schau dir den ganzen Glitzer an. Mach's gut, Miss Einhorn. Was für ein Traum. Hey, Ashley, wach auf. Hä? Was?
Ich habe von einem Einhorn geträumt. Geht's dir gut? Ah. Ist das verrückt? Das hat sich so echt angefühlt. Ja. Keine blauen Haare mehr, was? Dann lege ich mich wohl wieder schlafen. Vielleicht träume ich nochmal davon. Du und deine Träume. Ich träume nie so ein Zeug. Und überall waren nur noch Blumen. Verrückt, oder? Yep. Was geht, Mädels? Huh? Oh, hey du. Wir haben gerade erst über Blumen gesprochen. Bin ich nicht hinreißend? Oh, hör auf. Okay, wir malen dich. Aber mit was? Ich habe keine Pinsel. Von Wendy kann ich bestimmt keinen nehmen. Oder doch? Der hier sieht echt gut aus. Gut, jetzt eine dickere Linie. Hey, das ist mein Pinsel, Jennifer. Der gehört dir nicht. Nein! Sieh nur, was du angerichtet hast. Dann male ich eben ohne Pinsel weiter. Und zwar mit der Flasche. Drücke das untere der Flasche in die Farbe. So entstehen Blüten auf dem Bild. Voll einfach, findest du nicht? Nur noch ein paar mehr. Eine feine, runde Sache. Probiere nun andere Farben aus. So langsam sieht es echt schön aus. Und? Nicht schlecht, oder? Das Bild ist nicht mehr zu retten. Mein Bild ist echt gut geworden. Unfair! Immerhin hast du dein Bestes gegeben. Für mich? Das ist echt lieb von dir, Jennifer. Farbhände. Du kannst mich später umarmen. Hey, was geht da vor sich? Wow, bist du dabei? 1, 2, 3. Wow, was soll ich damit nur anfangen? Oh, ich kaufe mir damit, was ich brauche. Was ist das? Auf jeden Fall eine Farblieferung. Mal sehen, was darin ist. Augenblick mal, das ist es! Schneide die Spitze der Tüten ab. So hat die Farbe freien Lauf. Und noch einmal. Möge das Farbrennen beginnen. Oh yeah, seht euch all die Farben an. Die Schwerkraft erledigt den Rest. Dabei zusehen macht Spaß, oder? Weiße Farbe macht es noch interessanter. Pitch-Patch! Das ist sowas von cool! Sieh dir das an! Fertig! Gefällt es dir? Voll weird, oder? Ja, aber zieh dir das rein! Wie hast du das nur gemacht? Wieder gewonnen! Oh, der Yeti hat die erste Challenge für uns! Sieht aus wie ein Fisch! Okay, ich glaube, das kriege ich hin. Hm, aber wo soll ich anfangen? Ich weiß, nur eine geschwungene Linie und dann noch die Details. Nur nicht die Schuppen vom Fisch vergessen. Weiter zu Fisch Nummer 2. Er hat Streifen wie ein Tigerhai. Und jetzt zum letzten Fisch. Er ist getarnt, um sich im Seegras zu verstecken. Das Ausmalen macht am meisten Spaß. Was macht er denn da drüben? Ah, ich muss nur noch mal nachschauen. Oh nein, die Zeit ist um. Ich brauche nur noch ein bisschen mehr. Oh, er friert mich ein. Wow. Hätte sie mal lieber auf den Yeti gehört. Ich bin mit meinem Bild fertig geworden. Ich habe 3 Fische gezeichnet und sie ausgemalt. Huh? Er hat einen Fisch erscheinen lassen. Das ist sogar ein echter Fisch. Was soll ich damit machen? Den werde ich definitiv nicht essen. Oh hey, er hat ihn in Sushi verwandelt. So kann ich ihn auf jeden Fall essen. Es gibt sogar Stäbchen und alles.
Zeit reinzuhauen. Oh, so frisch und lecker. Oh ja, Naomi ist ja immer noch eingefroren. Was ist mit ihr? Oh, endlich. Mir ist schon richtig kalt geworden. Hey, nimm dir ruhig was von meinem Sushi. Danke, Thomas. Sehr, sehr gerne. Was wir wohl als nächstes zeichnen müssen? Oh, eine Blume. Also gut, fangen wir an. Hm, diese Blume ist schwieriger als der Fisch. Vielleicht mit einer dieser Farben? Aber sie ist so rosa und hübsch. Ich hab's! Das ist die Lösung! Direkt in die Farbe. Schwarz. Und jetzt kann ich die ganze Schönheit dieser Blume einfangen. Keine Ahnung, was er da macht, aber es ist seltsam. Diese Blume kann ich aber auf jeden Fall zeichnen. Ich male einfach ein Blütenblatt nach dem anderen. Und jetzt zu den Innenlagen. Das wird richtig gut! Fertig! Viel einfacher als der Fisch. Oh, die Zeit ist um. Und hier mein Blumenbild. Es drückt alle Gefühle aus, die ich bekomme, wenn ich sie ansehe. Und hier ist meine Blume, Yeti. Im Ernst? Yeti mag meine lieber. Diese Blume ist so schön. Zeit, um reinzubeißen. Das gehört in eine Galerie. Das ist eure nächste Challenge. Ein Kinderspiel. Warte, ich glaube, ich weiß, was ich tun muss. Ich brauche was aus meiner Tasche. Es ist einfacher, wenn ich alles auf den Tisch schütte. Wow, so viel Müll. Hm, mal sehen. Das habe ich gesucht. Zum Glück habe ich sie nicht weggeworfen. Das Papier brauche ich nicht. Die werde ich mir schmecken lassen. Moment mal. Das bringt mich auf eine Idee. Das wird dir gefallen. Was macht er da? Vielleicht habe ich auch was Brauchbares in meiner Tasche. Ich bin immer auf Notfälle vorbereitet. Man weiß einfach nie, wann man es braucht. Zeit, mir das genauer anzuschauen. Omi? Das könnte helfen. Oh, danke, Schätzchen. Ich mach besser weiter. Ich bring den Kaugummi in Regenbogenform. Lila fehlt noch. Oh, mein Kaugummi. Ah, nein, das hilft nicht. Aha, perfekt. Der stinkt total. Ich glätte ihn ein wenig und gebe ihn zum Regenbogen dazu. Ist das alles, was du kannst? Hm, wonach suche ich nochmal? Ah, stimmt, diese Mützen. Ich habe eine tolle Idee. Ich ordne meine Stifte wie einen Regenbogen an. Dann klebe ich sie zusammen. Dann muss ich nur noch warten, bis alles trocken ist. Jetzt ist es Zeit zu malen. Ich male quer über die Seite. So bekomme ich einen sofortigen Regenbogen. Und es beschleunigt die ganze Sache. Ich habe noch einen Regenbogen auf eine Plastikfolie gemalt und habe ein weißes Blatt Papier reingesteckt. Das Blatt mit dem Regenbogen kommt direkt dahinter. Wenn ich das leere Papier rausziehe, erscheint der Regenbogen. Ziemlich cool, oder? Das ist so eine gute Idee. Wow, das ist ja echt cool. Viel besser als meine Kaugummikunst. Ich habe mein Bestes gegeben. Oh, mein Puppet. Hm, das wird mich aufmuntern. Oder ich weiß, was ich tun kann. Ich gebe Wachsmalstifte in ein Glas und schmelze sie. Ich muss vorsichtig sein, es ist heiß. Jetzt gieße ich es in das Puppet und fülle jede Reihe damit. Und dann lasse ich es trocknen. Ich breche es in Stücke. Wenn ich damit über den Papier male, bekomme ich den perfekten Regenbogen. Ich liebe es. Echt gut, oder? Ich kann einen Regenbogen wie von Zauberhand erscheinen lassen. Wow! Jetzt siehst du ihn, jetzt nicht. Ich habe Regenbogenstifte. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich muss das Ganze noch etwas versüßen. Eine kleine Bestechung kann nicht schaden. Oh, Kaugummi. Ein kleines Geschenk von mir. Oh, wow, danke, Liam. Du bist der Beste. Liam gewinnt. Soll das ein Scherz sein? Das ist nicht fair. Bereit für die nächste Runde? Diese Glubschaugen sollen eurer Inspiration dienen. Und los. Verstanden, Schätzchen. Oh, mein Bauch. Ich bin gleich wieder da. Oma? Das ist mir echt peinlich. Oh, kein Problem, mein Schatz. Oma hilft dir. Ich weiß das zu schätzen, aber... Ah, das ist besser.
Viel Glück, mein Schatz. Was raus muss, muss raus. Was ist hier sonst noch drin? Hm, dieser Teller könnte praktisch sein. Ich brauche noch ein paar Sachen. Aha. Farbe und ein Pinsel. Ich habe eine tolle Idee. Diese gelbe Farbe leuchtet total. Ha-ha-ha-tschuh! Das konnte ich nicht anhalten. Oh nein, ich habe meine Farbe verschüttet. Das ist eine Katastrophe. Was mache ich jetzt? Ich muss mir was einfallen lassen. Moment, vielleicht kann ich die Klopapierrolle benutzen. Aber ich muss ein paar Änderungen vornehmen. Ich beginne mit ein paar kleineren Schnitten. So, einmal um die komplette Rolle. Jetzt tauche ich sie in Farbe. So verteilt sie sich schön. Jetzt kann ich diese Teile hinzufügen. Und ein Gesicht. Es ist ein Fisch. Ich lege ihn hier hin. Was habe ich gegessen? Ach egal, mir geht's schon viel besser. Jetzt kann ich den Teller benutzen. Zuerst bemale ich ihn blau. Als nächstes gebe ich Kleber auf den Rand. Dann klebe ich Pappe an. Fehlt noch ein Rüssel. Und natürlich die Glubschaugen. So ein süßer Elefant. Ich fühle mich wie auf einer Safari. Hey, Tina, schau mal. Ich bin wieder da. Habe ich was verpasst? Oh! Ich bin's nur. Warum machst du sowas? Ich habe mich voll erschreckt. Warte, wo kommt das denn her? Oh, ich beschwere mich nicht mal. Wir sind fertig, Tina. Wow, ein Elefant. Sehr beeindruckend, Oma. Oh, ein kleiner Fischi. Aber Omas gefällt mir besser. Woohoo! Was kommt als erstes bei der Mal-Challenge dran? Finden wir es heraus. So aufregend! Sieht so aus, als hätte das Rad ein Thema gewählt. Wow! Miau! Wow. Wir lieben Katzen! Die sind so süß! So süß und wuschelig! Mädels, wir malen, erinnert ihr euch? Okay. Male ich meine getigert? Ich denke ja. Ja. Sitz still, okay, kleiner Kerl? Ist das denn genau? Nein, ich denke nicht. So wird das was. Ich messe den Kopf und den gesamten Körper ab. Ich will ja, dass die Proportionen stimmen. Ist noch nicht ganz stimmig. Die könnte helfen. Ich brauche nur etwas Fell. Das reicht schon. Gut, dass ich eine Schutzbrille aufhabe. Ich schau mal auf meine Berechnungen. Ja, genau. Hä? Was macht denn Luna da drüben? Das Ergebnis ist da. Ich hab's die ganze Zeit gewusst. Wird Zeit, dass ich künstlerisch werde. Tschüss, Wissenschaftskluft. Und los geht's. Ich werde die beste Katze malen. Zeigt uns, was ihr habt, Mädels. Die Zeit ist um. Diese getigerte Katze habe ich gemalt. Zumindest ist da was. Sei nicht schüchtern. Ist sie nicht süß? Sehr schön, Ashley. Wow, die ist wirklich gut geworden. Schau her. Ich zeig dir, wie es geht. Beginne mit dem Wort Cat. Dann bau auf den Buchstaben auf. Ein Kreis für den Kopf, kleine Ohren und natürlich Schnurrhaare. Dann der Schwanz, Bauch und die Pfötchen. Du kannst doch bunte Details einbauen. Wie dieses Orange für Ohren und Wangen. Denk auch an das kleine Gesicht. Ja, ich mache daraus eine graue Katze. Ich muss auch ihren Körper ausmalen. Komplett bis zu den Zehen. Ein paar Streifen werden gut aussehen. Dafür nutze ich ein dunkleres Grau. Ich denke, sie ist fertig.
cool, was? Sie sehen sich irgendwie ähnlich, oder? Stimmt. Oh, was für liebe Mädels. Okay, Zeit für den nächsten Dreh. Was glaubt ihr, wo das Rad landet? Herzen sind uns am liebsten und wir haben das perfekte Modell. Bist du bereit? Eins, zwei, drei, los! So süß! Mein Herz hat er schon. Er ist so süß. Das ist mein Chris. Dein Chris? Er gehört mir. Nein, mir. Oh, sieht so aus, als ob sie sich streiten. Okay, jetzt wird's komisch. Er gehört mir. Ich habe ihn zuerst gesehen. Hey, streitet euch nicht. Halt dich von meinem Chris fern. Nein, du verschwindest. Hey, ihr lasst mir keine andere Wahl. Und? Puh, Einhornmagie wird das Problem lösen, weil sie so ziemlich alles kann. Ha, so hübsch ist er gar nicht mehr. Sorry, Mädels. Er gehört mir. Hä? Hat er schon immer so ausgesehen? Oh, was habe ich mir nur gedacht? Hä? Sein Lächeln sieht anders aus. Ich hasse es zu urteilen. Wir müssen immer noch das Rad drehen. Oh, richtig. Hey, Luna, ist das Chris? Wo? Da drüben ist nichts außer gähnende Leere. Ha, Trottel, die nehme ich. Ich sehe ihn nicht. Wo denn? Meine Stifte sind alle weg. Oh nein! Ashley, hast du sie genommen? Nein, ich habe keine Ahnung. Verdächtigt sie mich? Also, das war nicht sehr nett. Wir brauchen mehr Einhornmagie. Versuch jetzt mal, ihr Zeug zu stehlen. Hilfe! Ist Ashley eingefroren? Oh, die gehören mir. Vielen Dank. Arbeitszeit. Wir malen Herzen, stimmt's? Um das perfekte Herz zu malen, zeichne es in ein Rechteck. Genau so. Und zeichne Linien mit einem Lineal ein. Von oben bis ganz nach unten. Und im Herzen geschwungene Linien. Für diesen Schritt brauchst du kein Lineal. Du kannst dann verschiedene Farben nehmen. Ich male diese Streifen orange aus und die anderen grün und rot. Dann umrande ich das Herz. Ich mache es schön dunkel. Dafür nehme ich einfach einen Bleistift. Mit dem geht's. Und jetzt beide Seiten anpassen. Nur ein paar Schattierungen. Jetzt kommt Weiß für einen Glanzeffekt. Und dann einrahmen. Fertig! Ich finde es toll! Mein Herz ist fertig und in 3D! Okay! Und auftauen! Aber ich habe gar nichts gemalt! Lektion gelernt, hoffe ich. Schau dir mein Bild an. Gefällt's dir? Es ist wirklich schön, Luna. So cool. Sorry wegen des Diebstahls. Schon gut, längst vergessen. Für mich? Dankeschön. Oh, das ist besser. Solange ich Chris habe. Komm schon, Teddy. Ha? Oh, das bringt mich auf eine Idee. Benutzt eure Hände. Wie einfach. Dafür spiele ich etwas Musik ab. Schon besser. Das Lied gefällt mir. Das geht direkt ins Ohr. Schau dir diese Moves an. Oh yeah. Pop and lock. Das ist eine tolle Inspiration. Ich weiß schon, was ich zeichne. Ich umrande einfach meine Hand. Echt einfach.
Und jetzt zu den Details. Ich teile es ein wenig auf und male es aus. Schön innerhalb der Linien bleiben. Sieht gut aus, aber ich bin noch nicht fertig. Diese Schlange sieht echt gut aus. Hey Tina, ich bin fertig. Das läuft nicht gut. Hä? Liam ist schon fertig? Moment mal, seine Locken bringen mich auf eine Idee. Ich weiß, was ich male. Und los. Ich lege meine Hand so auf das Papier und male einen wuscheligen Schwanz. Nun zum Gesicht. Es soll richtig süß aussehen. Die Ohren nicht vergessen. Und nun zu den Beinen. Jetzt nur noch ausmalen. Gelb passt perfekt zum Gesicht. Die Ohren werden braun. Und die Blume rot. Und fertig. Es kann nur einen Gewinner geben. Oh, beide sehen toll aus. Ich bin echt beeindruckt. Das ist schwer. Was meinst du, Teddy? Die Entscheidung ist gefallen. Ihr gewinnt beide. Glückwunsch. Schlag ein, Oma. Autsch. Wo ist es? Ich weiß, dass ich es irgendwo habe. Aha. Eine Rose? Wunderbar. Ich kann's kaum erwarten, anzufangen. Ich brauche nur was aus meiner Tasche. Hm, die sind toll. Das ist eine gute Idee. Die schnappe ich mir. Wo sind denn meine Farben hin? Sie ahnt nichts. Ich verrate nichts. Das verstehe ich nicht. Ich bin gleich wieder da. Irgendwas muss ich doch verwenden können. Ich muss nachdenken. Hm, so viel Obst und Gemüse. Sieht sehr frisch aus. Das nehme ich mit. Und das auch. Das ist die Lösung. Okay, ich versuch's nochmal. Hä? Was hat sie denn vor? Ich muss die Drachenfrucht aufschneiden. Gut, dass ich zur Ninja-Schule gegangen bin. Ah! Was zum? Was? Ich komme der Sache näher. Brauchst du Hilfe? Ich schaff das. Ich wusste, dass es irgendwann klappt. Jetzt noch entsaften. Oh, das sieht gut aus. Sie hat recht. Es sieht wirklich gut aus. Ich probiere die mal. Mh, echt lecker. Mist, ich hab getropft. Hm, das bringt mich auf eine Idee. Ich male ein paar Punkte auf das Papier. So, dann mache ich das gleiche mit grüner Farbe. Ich nehme viele verschiedene Farben, bis die Seite bedeckt ist. Fertig. Jetzt beklebe ich die Seite mit Klebeband und schneide den Rest ab. Ich will, dass alles gut aussieht. Dann streiche ich über das Klebeband. Dieser Pinsel sorgt für eine schöne, gleichmäßige Schicht. Dann lasse ich es trocknen. Zeit für den Sellerie. Zuerst schneide ich die Wurzel ab. Das sollte reichen. So eine hübsche Form. Ich tauche es in den Saft der Drachenfrucht. Es soll sich schön vollsaugen. Dann drücke ich es auf das Papier. Ich mache das mehrmals. Und erhalte eine richtig schöne Form. Genau wie eine Blume. Als nächstes male ich einen grünen Stiel. Sieht voll gut aus. Ich bin beeindruckt. Ist etwas Sellerie. Nein. Na gut, da gibt's sonst eh nicht auf. Uah, wer bitte isst sowas gern? Das esse ich nie wieder. Das kannst du zurückhaben. Toll, jetzt habe ich was zwischen den Zähnen. Schon okay, ich bin immer vorbereitet. Ich habe diesen Zahnstocher. Das hilft. Sieht gut aus. Moment mal, den kann ich benutzen. Ich kratze mit dem Zahnstocher die Farbe ab. Dadurch kommen die Farben darunter zum Vorschein. Das hebt sich richtig schön von dem Schwarz hervor. Und es ist eine tolle Art, Kunst zu schaffen. Fast fertig. So, das ist das Kunstwerk. Was meinst du, Tina? Bam, bam! Oh, ihr seid fertig. Hm, ich hätte mehr erwartet, Liam. Ich meine, schau dir Omas Bild an. So kreativ. Oma gewinnt. Hast du das gehört? Ich hab gewonnen. Okay, in eurer letzten Challenge malt ihr einen Schmetterling. Okay, das schaffe ich. Ich weiß, dass ich es kann, oder etwa nicht? Hey, ich habe eine gute Idee, das sollte eigentlich klappen. Ich fahre einfach der Form der Klebebandrolle nach. Genauso. Okay, das sieht gut aus. Und nun brauche ich noch einen Kreis genau hier. So schwierig ist das gar nicht, aber ich will nichts riskieren. Oh, genau so. Ah, was macht sie da? Oh, schon kapiert. Echt clever. Doch während sie das macht, habe ich einen besseren Plan.
Hier entsteht gleich das süßeste Bild von einem Schmetterling. Ich lege das Blatt über das Tablett und fahre nun einfach das Bild nach. Die Flügel sind fertig und nun kommt der Körper und Kopf. Oh, die Fühler noch. Jetzt werden die Flügel noch verschönert. Gelb und Pink passen gut zusammen. Das gefällt mir sehr gut. Wow, wie hast du das denn gemacht? Stopp, zeigt mir eure Werke. Okay, also ich habe eine Raupe gemalt. Oh, naja, sie hat ein Bild von einem richtigen Schmetterling. Gut gemacht. Ja, aber sieh mal, die Raupe verwandelt sich. Oh, welche Überraschung. Dann habt ihr beide gewonnen. Yes, ich liebe es, wenn wir beide gewinnen. So ist das cool. Sieh mal, dieses Mal haben wir Kaugummi und müssen nicht mal teilen. Juhu, wir sind Sieger. Welches der Motive würdest du gerne malen? Schreib's in die Kommentare. Und vergiss nicht, das Video mit Freunden zu teilen und den Kanal zu abonnieren, damit du nichts mehr verpasst.